Ein herzliches Hallo und willkommen zu Call of Cthulhu Pen and Paper bei den Alrics. Heute geht's, ihr seht's schon an der Deko, nach Ägypten. Ägypten 1920. Wir stürzen uns in einen weiteren Cthulhu One-Shot, diesmal aus dem Band Einstiege ins Entsetzen. Wahrscheinlich habt ihr schon erraten, das Szenario ist die Nekropole. Ich verlinke euch unter dem Video auch wieder, wie ihr zu diesem Szenario kommt, wenn ihr es nachspielen wollt. Wir beginnen unser Spiel heute im Tal der Könige, nahe der altägyptischen Stadt Theben, wo ein Adeliger des britischen Empires, Sir Arthur Saltwater, eine Ausgrabung finanziert hat. Ihr alle seid in Kairo zusammengekommen, habt euch dort ausgerüstet. Lord Saltwater hat einheimische Träger und Ausgräber angeheuert und dann seid ihr mit all eurem Gepäck, Kamelen, Ausrüstung, Nahrung auf einen großen Raddampfer und seid den Nil hinab Richtung Tal der Könige und von dort dann auf Höhe Tal der Könige dann in die Wüste mit euren Kamelen. Ihr alle habt Gründe, warum ihr an dieser Ausgrabung teilnehmt. Einige erfahren wir vielleicht jetzt, andere werden womöglich erst während dem Spiel verraten. Auf jeden Fall kommt jetzt eine kurze Vorstellung, wer ihr denn heute seid und was ihr euch im Tal der Könige erhofft. Wollen wir beginnen mit dem Finanzier Sir Arthur Saltwater? Mein Geld spricht für mich. Aber ich langweile mich an meinem Landsitz in Großbritannien, also habe ich mich dazu entschieden, das Abenteuer zu suchen. Aber naja, ich lasse gerne suchen, also heuere ich Leute an, die für mich das übernehmen. Aber sobald sie etwas finden, möchte ich natürlich sofort erfahren, was sie gefunden haben und was für Hintergründe es hat. Denn ich bin fasziniert von diesen alten Kulturen und alten Schätzen, die dort vergraben liegen. Also bin ich gespannt, was wir in dieser Wüste finden werden. Sir Arthur Saltwater, Knight of the British Empire. Machen wir weiter mit Marina. Wen verkörperst du denn heute? Ich bringe heute Professor Dr. Agatha Florence mit an den Spieltisch und das ist für mich eine einmalige Gelegenheit, endlich einmal Hieroglyphen in echt zu sehen. Bisher hatte ich nur Abschriften in den Händen und das ist wirklich nicht dasselbe, als wirklich das Ganze echt am Stein eingemeißelt zu sehen. Schon als kleines Mädchen fand ich alte Sprachen und alte Schriften faszinierend und so habe ich in London entsprechend auch einige Fächer belegt und studiert und jetzt ist meine Gelegenheit gekommen, mein Wissen mal in der Praxis zu erproben. Vielen Dank auch dir und dann kommen wir zu der Person, die heute einen Löffel mit ins Feld führt, Becky. Ich bin Professor Dr. Grace O'Malley und ich bin schon länger als Archäologin unterwegs, war auch schon bei einigen Ausgrabungen mit am Start, durfte auch schon einige coole Sachen ausgraben und jetzt war es die letzten Jahre aber so, dass ich ein bisschen weniger gefunden habe und umso mehr wünsche ich mir jetzt mit meinem neuen Finanzier oder für meinen neuen Finanzier etwas Tolles auszugraben, was er dann hoffentlich nicht in seine Villa stellt, sondern doch in das ein oder andere Museum wandert. Vielen Dank auch dir. Ja, wenn euch gefällt, was wir hier tun, motiviert euch gerne zu einem Kommentar, empfehlt uns weiter, das hilft immer sehr. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß mit Die Nekropole. Ja. 26. November 1924. Tal der Könige, Ägypten. Vor zwei Jahren, 1922, wurde das Land am Nil von seiner Schutzmacht Großbritannien in die weitgehende Unabhängigkeit entlassen. Es blieben nach wie vor britische Soldaten stationiert, doch die formelle Unabhängigkeit leitete einen politischen Umbruch ein, der viele ausländische Opportunisten nach Ägypten lockte. Eingeleitet von den Ausgrabungen, die Howard Carter 1922 im Tal der Könige begann und die im Februar 1923 zu der Öffnung der fast unversehrten Grabkammer des Tutanchamun führten, lösten diese Funde eine wahre Hysteriewelle der Ägyptologie aus. Archäologen, Professoren, Grabräuber, Söldner, Abenteurer, Journalisten, Historiker, sie alle versuchten alte Grabanlagen auszuheben oder zumindest von der entstandenen Hysteriewelle irgendwie zu profitieren.
Ihr drei seid Teil einer solchen Ausgrabung, finanziert von dem britischen Adeligen Lord Arthur Saltwater. Seid ihr fast seit mehreren Tagen in einem Randgebiet des Tals der Könige am Graben. Lord Saltwater hat in Kairo mehrere einheimische Führer und Ausgräber engagiert, die wie Beduinen eingehüllt sind und seit 4 Tagen unermüdlich graben. Ihr habt euer Lager im Schatten einer hohen Felsklippe aufgeschlagen. Um euch herum nur Staub und Sand. Am Fuß dieser Klippe konnten grob gehauene Stufen freigelegt werden. 13 Stufen, die an einer quadratisch gehauenen Platte enden. Auf der Platte konnte eure Professorin für alte Sprachen Hieroglyphen entdecken. Zeichen des Versiegelns, die vor einem Öffnen durch Grabräuber schützen sollen. Das deutet darauf hin, dass hinter dieser Platte tatsächlich ein Grabmal angelegt wurde. Die engagierten Gräber konnten an den Seiten kleine Löcher zwischen Steinplatte und Fundament dieses alten Gebäudes schlagen, wodurch sich dicke Seile um die Platte legen lassen. Auf diese Weise lässt sie sich durch ein Flaschenzugsystem anheben. Das ist zumindest euer Plan. Die Grabplatte selbst schließt den Durchgang nicht hermetisch ab und so konntet ihr einen Blick wie durch Schlüssellöcher nach drinnen werfen, also die 13 Stufen hinab und dann diese kleinen Löcher mit ein bisschen Licht in einen alten staubigen Gang. Wenn ihr ganz nahe an diese Löcher herangeht, könnt ihr die abgestandene Luft von Jahrtausenden riechen. Der Abend eures 5. Tages hier draußen in der Wüste nähert sich. Euer Lager besteht aus gut befestigten Zelten, allen möglichen Vorratskisten, einigen Lastkamelen und vor allem Werkzeuge und leere Transportkisten, um den erhofften phänomenalen Fund zurück nach Kairo zu transportieren. Noch schwitzt ihr in der Sonne, aber der Abend wird sehr schnell die mittlerweile gewohnte Kälte mit sich bringen. Die verhüllten, angeheuerten Ägypter bauen gerade das Flaschenzugsystem auf, um die Grabplatte morgen anheben zu können. Eine ziemlich komplizierte, wie auch kostspielige Konstruktion. Es wurden jede Menge Holz von Kairo eingeschifft, über dem Nil mit den Kamelen hierher transportiert. Und es dauert einige Zeit, dieses System aufzubauen, denn es soll eine Grabplatte anheben, die... Man weiß nicht, wie schwer sie ist, aber Menschen könnten die nicht bewegen. Ihr könnt im Lager herumspazieren, könnt das beaufsichtigen. Sir Saltwater sitzt vielleicht in seinem Zelt unter einem Schirmchen mit einer Tasse Tee. Zum Abendessen werden Datteln, Trockenfleisch und Fladenbrot ausgegeben. Ihr könnt... Macht doch mal bitte eine Probe Verborgenes erkennen, bei was auch immer ihr gerade im Lager tut. Könnt ihr gerne auch ein bisschen erklären, was ihr in diesem Moment tun wollt. Ich sitze auf jeden Fall irgendwo im Schatten, weil meine blasse Haut ist schon komplett rot und verbrannt. Und noch ein Sonnenstrahl wird mich vermutlich einfach umbringen. Und deswegen sitze ich auf so einer Kiste mit so einem feuchten Lappen in der Hand und tupfe mir irgendwie so ins Gesicht. Der Lappen wird viel zu schnell trocken. Dann gieße ich aus so einer Flasche, die auch nur noch lauwarmes Wasser enthält, wieder was nach, tupfe mir wieder ins Gesicht. Und mit einer 75 kriege ich nichts mit rundherum. Ich sitze da und leide schweigend vor mich hin. Okay. Und warte, bis es endlich Nacht wird. Dr. Grace O'Malley? Ja, ich sitze ebenfalls vor meinem Zelt und esse ein paar leckere Datteln und schreibe all das, was jetzt die letzten Tage so passiert ist, in mein Tagebuch und mache nochmal ein paar Notizen und... Tagebuch. Ich bin sehr aufgeregt. Ich hoffe, dass da nichts schief geht mit dem Heben der Platte und wir werden natürlich alles notieren, was mich halt so bewegt und mal schauen, ob ich irgendwas mitbekomme. Mit 67? Nein. Okay. Du schreibst, hast all deine Aufmerksamkeit auf dein Büchlein gelenkt. Dr. Agatha Florence ist mit ihrer viel zu warmen Wasserflasche beschäftigt. Lord Saltwater hingegen lässt vielleicht seinen Blick in die Weite der Wüste hinausschweifen. Ja, ich gehe natürlich durchs Lager und sehe, ob alle geschäftig arbeiten. Und halte alles im Überblick.
99. Das geht schon gut los. Möchte irgendjemand von euch Glück ausgeben? Nein. Noch nicht. Ich hätte dann genau noch ein Glück. Ich müsste nur 17 ausgeben. Möchtest du das tun? Nein, dieses Mal nicht. Okay. Wir fangen erst an. Genau, wir fangen erst an. Ja, dann seid ihr beide in eure Tätigkeiten versunken. Die Arbeiter sind alle im dem Aufbau des Flaschenzugs beschäftigt. Hin und wieder steht einer daneben, isst Datteln und Fladenbrot, aber Saltwater sieht ihn sofort, schickt ihn zurück in die Arbeit. Er hat sich vor dem Flaschenzugsystem aufgebaut und dirigiert sie in einer Sprache, die sie nicht verstehen. Denn ich glaube, du sprichst kein Ägyptisch. Nein. Und die sprechen kein Englisch. Nur sehr, sehr gebrochen Englisch. Dann versuche ich mit Deutungen und Gesten sie zu dirigieren. Während du das tust, versucht einer von denen mit dir zu kommunizieren, indem er hat sich umgedreht, sieht so in die Wüste hinaus und murmelt und versucht er irgendetwas zu verstehen zu geben. Sprechen Sie doch mal eine ordentliche Sprache, das gibt's hier noch nicht. Was? Und ich wende mich dorthin, wo mich abzulecken versucht, dieser Beduine. Davon angesteckt scheint plötzlich eine Unruhe auszubrechen bei den anderen Arbeitern. Sie lassen alle davon ab, was sie gerade tun, drehen sich um, murmeln, du hörst dann schließlich ein paar Schreie und dann laufen sie weg. Was? Für sowas bezahle ich die Leute hier nicht. Was geht hier vor sich? Endlich siehst du es, und zwar eine gewaltige Staubwolke, die sich von der Wüste her genähert hat. Euer Lager ist am Rand des Tals der Könige. Eine Seite ist komplett offen. Und von dieser Wüstenseite hat sich eine sehr große Staubwolke genähert, die das Lager fast erreicht hat. Die Arbeiter zeigen drauf, schreien und laufen zurück Richtung der Zelte oder weiter rein in das Tal der Könige, zu den Felsen hin. Ich glaube, Panik ist angebracht. Was sind das für Schreie? Was geht hier vor sich? Los, dichtet alles ab! Sturm! Saltwater, was ist los, Saltwater? Schnell, wir müssen in die Zelte. Ein Sandsturm, glaube ich. Ein Sandsturm? Ja, wenn sie nicht eingedeckt werden wollen, ab ins Zelt. Professor, holen Sie sich jetzt von Ihrem Hitzschlag und tun Sie alles fest. Ich gehe in mein Zelt. Okay. Ich mach die Tür zu, Klappe zu. Du gehst in dein Zelt, machst die Klappe zu. Saltwater, du drehst dich nochmal um. Und jetzt siehst du, das ist kein Sandsturm. Jetzt so nah bemerkst du Reiter. Was? Der Sand wird von Reitern aufgewirbelt. Was? Du zählst 10 Reiter, die euch in der nächsten Minute erreichen werden. Du siehst fleckigen hellen Stoff, der die Körper und Gesichter der Reiter verhüllt. Jeder von ihnen hält in der Hand die Zügel und in der anderen ein Kopesch. Ein schweres, oben gebogenes Schwert, das beim Schlagen eher so auf Wucht ausgelegt ist. Sieht aus, als wäre es aus Bronze. Und die sind fast da. Also sie sehen aus, als würden sie attackieren. Die kommen mit erhobenen Waffen in vollem Galopp auf euer Lager zu, von der Wüste. Oh, Gott sei Dank, ein Sturm. Sehr gut. Ich gehe zu meinem Zelt und hole mein Repetiergewehr. Okay, du läufst rein, holst dein Repetiergewehr, bist wieder draußen. Dr. Grace und Melly, was tust du? Ich begleite unseren Finanzier. Okay, ja. Du siehst, er hat da etwas gesehen, deutet darauf hin, dann siehst auch du die Reiter, während Dr. Florence ihr Zelt schließt, läufst du zu Saltwater, gerade als er rauskommt, mit dem Gewehr. Und was wollen Sie denn mit dem Gewehr? Miss O'Malley, haben Sie eine Waffe bei sich? Ich habe meine Kelle dabei. Etwas mit mehr Distanz vielleicht. Ja, das habe ich leider nicht dabei, aber für was? Angreifer, Plünderer, irgendetwas, keine Ahnung. Niemand plündert hier, dafür sorge ich. Gerade als er so steht, mit Kelle und, und Repetiergewehr, laufen die letzten ägyptischen Arbeiter an euch vorbei, komplett in Panik, komplett schreiend weg und lassen das Lager einfach hinter sich. Und ihr steht da
einer geschlossenen Reihe von 10 Reitern gegenüber, die jetzt so ausscheren, nebeneinander reiten und in vollem Galopp auf das in das Lager kommen. Ich gebe einen Warnschuss ab. Piu. Okay, du gibst einen Warnschuss ab. Ich habe Arabisch 50. Kann ich probieren, auf Arabisch, vielleicht verstehen die das, Halt oder Stopp zu rufen? Muss ich das würfeln? Kannst du tun. Brauchst du nicht würfeln. Mit 50 kannst du das. Also, Saltwater gibt einen Warnschuss ab. Doktor... Halt! Und dann haben sie euch erreicht und preschen an euch vorbei. Oh. Das war ja sehr einfach. Ich glaube, wir haben es nicht gehört. Ich glaube auch nicht. Ihr könnt beide eine Probe auf Ausweichen machen. Oh shit. 25, geschafft. Ich habe das nicht geschafft. Okay. Ich habe 52. Die Sandwolke wird größer und größer. Ihr beginnt zu husten und richtig durch diesen Sand seht ihr sie in Schemen. Schemenhafte Hünen aufragen auf Pferden, die an euch vorbei reiten. So richtig, als würden sie euch niederreiten wollen. Saltwater, du siehst ein gehobenes Kopesch, das geschwungen wird und auf dich herabsaust. Du hebst dein Repetiergewehr, blockst den Schlag ab, drehst dich und liegst dann im Sand, gerade als die Reiter an dir vorüber sind. Also die halten nicht, ne? Die sind ziemlich schnell. Dr. O'Malley, auch du siehst, du siehst kurze Zeit gar nichts. Du hast Sand in den Augen und dann kommt ein gehobenes Kopesch auf dich zu, vom Pferderücken aus geführt. Sterbe ich jetzt in den ersten 2 Minuten? Es erwischt dich, schneidet deine Kleidung auf, ins Fleisch, du nimmst 4 Punkte Schaden. Okay. Dann sind die Reiter bei dir vorbei und einige reiten richtig Zelte nieder. Bloody hell! Dr. Florence, mach bitte einen Glückswurf. Du, gut, dass ich keins ausgegeben habe. Oh meine Güte. 86, nee. Oh nee. Gott. Du bist in deinem Zelt, möchtest dich vor dem Sandsturm schützen, hörst draußen laut, es wird immer lauter, es klingt wie Hufgetrappel. Du hörst einen Ruf, du hörst einen Schuss, dann Schreie und im nächsten Moment wird dein Zelt umgeritten. Mach bitte deine Probe auf Ausweichen. Auch nicht geschafft. Nein. Okay, du siehst ein gewaltiges Schwert durch die Zeltwand schneiden, runter. Im nächsten Moment kommt ein Pferd durch und ein Reiter in vollem Galopp schneidet sich da rein und auf der anderen Seite wieder raus und durchtrennt im Durchreiten so den Pfeiler, der das Zelt aufrecht hält, so mit beiden Händen durch. Du nimmst ebenfalls 4 Punkte Schaden. Du bekommst in diesem Fall nicht das Kopesch ab, sondern du wirst vom Pferd weggeschleudert. Also du wirst einfach umgeritten. Und feier mich irgendwie in den Zeltplan und Hilfe! Saltwater, als du dich umdrehst, siehst du, dass die Reiter sehr schnell die ersten Arbeiter erreicht haben. Und 2 von denen gehen zu Boden, bekommen diese schwere Klinge richtig in den Rücken und gehen zu Boden. Aber die Reiter, die reiten nicht komplett durch das Lager und auf der anderen Seite wieder raus, sondern einige von denen bleiben bei euch, scheren mit dem Pferd um und reiten wieder auf euch zu. Genau diese möchte ich ins Visier nehmen. Okay. Thomas, geht in meinem Lager nicht. Und ich versuche auf sie zu schießen. Okay, meine Probe auf. Fernkampfgewehr Flinte 38. Regulär. Du triffst, ja? Pium. Du kannst Schaden auswürfeln. Der Schaden beim Repetieren ist 1W6+1. 6 Punkte. 6 Punkte? Yay. Okay. Also, Dr. O'Malley, du siehst, 3 der Reiter drehen sofort um, nachdem sie euch das erste Mal passiert haben, kommen wieder auf euch zu mit erhobenem Kopesch. Dann hörst du einen Schuss und einer von denen wird, der das Schwert gerade so erhoben hat, wird in die Schulter getroffen, wird zurückgeschleudert, lässt das Schwert fallen
und lenkt das Pferd nach links, so mit einem Arm, den er nicht mehr bewegt. Ja. Oh. Normalerweise jage ich ja nur Tiere und Großwild, aber für meinen Freund ist nichts zu schade. Dr. O'Malley, was willst du tun? Du siehst, einer von den Reitern kommt auf dich zu. Noch einer, oh Gott. Ich will weglaufen, ausweichen. Okay. Drehst dich um und läufst weg. Von dem Pferd weg. Mach bitte eine Probe auf Ausweichen. Das hätte ich wieder nicht. Oh, sie. Sehr gut. 7. Okay. Er ist hinter dir. Das Pferd macht einen Sprung. Du läufst weg von ihm in die andere Richtung. Vorbei bei Saltwater und lässt dich genau im richtigen Moment in den Sand fallen. Rollst dich ab. Hast überall Sand, überall Staub, aber das Schwert pfeift über dich hinweg und der Reiter reitet aus. Irgendwo von den Zelten hört ihr den Schrei von Dr. Florence. Du bist verheddert in den Zeltstangen. So, helfen Sie mir doch! Dr. Florence! Der dritte Reiter kommt auf Dr. Florence zu. Oh nein. Der durchgeritten ist, hat nochmal umgedreht, als er dich gesehen hat. Hat er mich wieder entdeckt oder habe ich noch Gelegenheit, mich totzustellen? Hilfe! Da du die ganze Zeit schreist, weiß er, wo du bist. Schade. Vielleicht war das doch nicht so schlau mit dem Schreien. Dann versuche ich mich irgendwie panisch aus dieser Zeltplane rauszuheddern, damit ich wegkomme von dir. Okay, du siehst ihn auf dich zukommen. Das Pferd setzt über das zerfallene Zelt hinweg mit erhobenem Kopesch und er möchte dich köpfen. Nein, ich möchte dem irgendwie ausweichen. Probe ausweichen. Oh je, 73. Oh je. Nicht geschafft. Oh, oh Gott. 79. Fuck. Er möchte dich köpfen, aber er schafft. Das Pferd nicht. Scheut. Du möchtest, rappelst dich gerade auf, verhedderst dich, fällst wieder zurück und in dem Moment zischt das Kobesch über deinen Kopf hinweg. Und der Reiter ist vorbei. Mehr Glück als Verstand, Professor. Ja, dann versuche ich mich irgendwie zu befreien von diesem ganzen Zeltplanzeug und schaue mich um. Sehe ich irgendwas, wo ich mich verstecken kann? Irgendein großer Felsen, hinter den ich mich werfen könnte oder... Ja, es gibt hier Felsen. Es ist jetzt ein Kampfplatz. Überall sind Reiter, Einheimische, ein paar liegen am Boden. Staub ist aufgewirbelt. Du bräuchtest eine Probe auf Orientieren, um da rauszustolpern. Hinter irgendeinem Felsen, um dich zu verstecken. Oh, ja. Naja, gucken wir mal. Nein, okay. 39, nein. Du stolperst blindlings durch das Lager, kriegst immer wieder Sand in die Augen, fällst mal hierhin, mal dorthin, wenn ein Reiter bei dir vorbeiprescht. Lord Saltwater, du bist dran. Der ganze Staub ist überall, Chaos, überall sehe ich noch Reiter, die ich anvisieren kann. Ja. Ich versuche, einen vom Pferd zu holen. Okay. Nicht mit mir! Nein, verdammt. 100. Fehlfunktion. Fehlfunktion. Wunderbar. Darf ich deine Karte haben? Was steht denn da bei Fehlfunktion? Ja, dass ich wahrscheinlich erst ein besseres Stück Holz. Okay, ja, es klemmt einfach nur. Saltwater, was ist los? Schießen Sie doch! Fehlfunktion! Was heißt hier Fehl? Okay. Saltwater hat einen im Visier, der auf ihn zurennt mit erhobenem Kopesch, galoppiert er auf ihn zu. Saltwater gibt sich in Position, will genau in dem Moment, als er über ihn ist, abdrücken. Aber es klemmt. Es schießt nicht. Und dann 60. Ach Gott. Das Schwert saust auf dich herab, aber gerade noch rechtzeitig kannst du die Flinte hochreißen, sodass das Schwert am Lauf entlang schabt und du kannst es abwehren. Der Nächste, der kommt. Dr. O'Malley, du wärst dran. Ich bin immer noch verletzt. Ich versuche ebenfalls jetzt irgendwo Deckung zu finden und würde mich jetzt auch gerne hinter irgendeinem Stein verstecken. Das wäre auch für dich eine Probe auf Orientierung. Da habe ich 50. Um da wegzukommen von diesem Kampfplatz. 28. Okay, das ist geschafft. Du schaffst es. Überall Staub, Reiter, Blut, Schweiß in deinen Augen. Aber du kommst weg. Du kommst weg, ziehst dich hoch, stolperst durch den Sand, fällst hin und wieder hin und hiebst dich über einen Felsen. Über einen Felsen, kauerst dich am Boden und bist schnell von so einer Schicht Sandstaub bedeckt. Mhm.
Okay. Erstmal zu Atem kommen. Du hörst um dich herum das Pferdegetrappel, aber niemand greift dich an. Niemand ist bei dir im Moment. Dr. Florence? Ich schaue mich panisch um. Ich weiß nicht, wo ich bin im Lager. Es ist nur Staub um mich herum, überall Sand. Ich krieg Sand in die Augen. Ich sehe ein Stück Zeltplane vor mir liegen und nehme das und werf mich drunter und versuche mich so zu verstecken, okay, wenn ich schon nicht Probe irgendwie schaffe. Verborgen bleiben. Nein, 55. Okay, du nimmst die Zeltplane, hüpfst auf, möchtest dich drunter werfen. Stehst aufrecht, Plan. Plötzlich ist ein Reiter vor dir. Ein Reiter vor dir, der dich gesehen hat. Du kannst eine Probe auf Ausweichen machen. Er hätte getroffen. 49, ja. 9 daneben, ne? Okay. Mit 3 Punkten Schaden. Boah. Bekomme ich das mit? Erwisch dich nicht voll, aber das Schwert streift dich, reißt die Kleidung und Haut auf. Ich glaube, ich falle so ein bisschen um dabei. Ich glaube, ich muss meinen Angestellten hier helfen. Saltwetter, du stehst immer noch. Der eine Reiter ist gerade bei dir vorbei. Du nimmst das Gewehr jetzt nur noch als Knüppel. Ich sehe mich um. Sehe ich Miss Florence. Mit einer Probe auf... machen wir Verborgenes erkennen für Aufmerksamkeit. 61, nein. Okay. Verdammt, du hast keinen Überblick. Keinen Überblick. Was willst du tun? Es kommt kein... Also es ist Chaos. Kein Reiter kommt auf mich zu. Ich bin nicht in direkter Gefahr. Wahrscheinlich kommt jede Sekunde wieder jemand auf dich zu. Der eine, der bei dir vorbei ist, dich nicht getroffen hat, du siehst hinter dir, er dreht das Pferd und macht sich wieder bereit für einen Galopp. Ja, dann renne ich zu einem großen Stein oder so und versuche mich dahinter zu verschanzen und die Fehlfunktion zu beheben. Gut, mach doch bitte eine Probe auf Konstitution. 7. 7. Okay, du sprintest los durch den Sand, hüpfst hinter einen Stein. Dr. O'Malley, du siehst plötzlich, wie Saltwetter neben dir, zu liegen kommt. Mr. O'Malley! Oh. Ein Glück, geht es Ihnen gut. Sie sind Amerikanerin. Ja. Richten Sie diese Waffe. Okay, ich versuche es. Mit einer Probe auf Gewehre. Gewehre? Genau, könntest du die wieder einsatzbereit unten machen. Ganz unten, wo habe ich denn das? Hier. Ah ja, hier unten. Oh, 25. Ja, nein, tut mir leid. Ja, tut mir leid, die kenne ich nicht. Da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Dann verteidigen Sie sich, sind's... Verletzt? Verletzt. Oh, okay, aber ich habe doch die Kelle. Naja, das ist eigentlich gleich ja, gut. Gleich. Ob Kelle oder Knüppel. Ja, bleiben Sie lieber mit der Waffe. Und aber ich verteidige Sie, also versuche das Angreifer... Mit einer 7 warst du schnell genug. Also der Reiter auf dem Pferd, der hat dich aus den Augen verloren. Du hörst nicht, dass der euch nachkommt. Als ihr hier hinten liegt, hinten euren Felsen, Dr. Florence blutend und geschunden unter der Zeltplane liegt. Und dann hört ihr weiter Geschrei, lauteres Geschrei und das Getrappel von Hufen, das ebbt etwas ab. Wenn ihr beide hinter dem Felsen hervorlugt, seht ihr, wie einer der angeheuerten Ägypter wie ein Fels im Wüstenwind inmitten der Angreifer steht auf einer Kiste, damit er ein bisschen erhöht steht und irgendetwas schwenkt. Ergriffen vom Mut der Verzweiflung schwenkt er ein Tuch hoch über seinen Kopf und brüllt dabei irgendetwas in einem kehligen Dialekt. Was ruft er da? Dr. Florence hier? Ich verstehe ihn nicht. Nun breitet sich das Geschrei auch unter den Angreifern aus, als würden sie ebenfalls in diesem kehligen Dialekt miteinander kommunizieren. Bisher haben sie überhaupt keinen Laut von sich gegeben. Dann lenken sie ihre Pferde von diesem angeheuerten Gräber, der schwenkend zwischen ihnen steht, ab, formieren sich und reiten zum Rand des Lagers hin. Raus zur Wüste, was immer der Mann dort tut, der immer noch schwenkend dasteht, schreiend. In einer Wolke aus aufgewirbeltem Staub ziehen die Angreifer ab. Wieder hinaus in die Wüste. Sie verschwinden. Na
Was schwenkt der? Schwenkt der eine weiße Flagge, ihr aufsteht oder? Hinter eurem Felsen, seht ihr, wie der aufgewirbelte Sand und Staub, der die Reiter umgibt, sich entfernt, wieder hinaus in die Wüste, woher sie kam. Und das Lager regt sich langsam. Zurückbleiben blutiger Sand, zerstörte Zelte und einige Tote. Genauso schnell wie der Angriff kam, genauso surreal schnell zog er wieder ab. Der Mann, der etwas schwenkte auf der Kiste, steigt von der Kiste und fällt so mit den Knien in den Sand, komplett verausgabt. Er hatte ein Tuch, das er da schwenkte. Kenne ich den? Hab ich den angehört? Kennst du alle, die du angehört hast? Ich meine, ich habe zumindest alle schon mal gesehen. Dann ja. Kommt er mal bekannt ja, vor? Dann ja. Okay, das ist also nicht jemand, der einfach so aufgetaucht ist und... Nein, okay, nein, okay, der okay. War schon... Er sieht auch genauso aus wie die anderen, komplett vermummt. Okay. Und er hatte ein Tuch, das er an irgendeinen abgebrochenen Stab gebunden hat oder aufgespießt hat. Ich merke mir das, aber Dr. Florence ist irgendwo verletzt. Sie hat aufgeschrien. Ja, wir sollten suchen. Dr. Florence! Sind Sie irgendwo so... Hier irgendwo? Agatha! Hier! Können Sie nochmal rufen? Agatha! Hier! Unter einer Zelt... Ich ziehe die Zeltplane beiseite. Hier! Ist das Ihr Blut? Da hat mich einer mit diesem Schwert erwischt und ich glaube, meine Gerippen sind angeknackst. Ach, das passiert meistens, wenn man draußen unterwegs ist. Was? Ja, das musste ich auch ganz hart lernen. Es ist nicht mehr so einfach mit den Büchern und zu Hause, sondern hier draußen ist es meistens ziemlich hart, ja? Aber sowas hat selbst ich noch nicht erlebt. Ich weiß, ich bin auch überrascht. Ich dachte nicht, dass wir so eigentlich noch so nah an der Zivilisation mit solchen Wilden zu tun haben. Was wollten die? Die sind einfach nur hier eingefallen? Ja, fragen Sie sie doch. Vor allem jetzt sind sie einfach wieder verschwunden. Was war mit diesem einen Angestellten von Ihnen? Hat der sie irgendwie weggelockt? Naja, ich muss mit dem guten Mann reden. Der hat unser aller Dank verdient. Konnten Sie verstehen, was er sagt? Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen, Otsolveda? Ich kann Hieroglyphen lesen und kein Arabisch. Haben wir vielleicht irgendwo etwas, damit wir unsere Wunden versorgen können? Ist einer von den Ansässigen hier, den Heimischen, vielleicht ein Arzt? Lord Saltweather, haben Sie so jemanden angeheuert? Naja, ich habe selbst einige Kenntnisse im Tiere ausstopfen, deswegen. Tiere ausstopfen? Deswegen denke ich, weiß ich, wie man eine Wunde zunähen kann. Ich habe einen Verbandskasten in meinem Zelt. Dann lassen Sie uns einfach mal ganz kurz die Wunden säubern und schließen, bevor wir uns... Eine Bestandsaufnahme. Ansehen, was jetzt noch, ja, genau das. Mhm. Ja, du siehst, die angeheuerten Einheimischen kommen langsam zurück und drei hat's wohl erwischt. Also drei Tote liegen im Sand und ein paar schleifen sie weiter ins Lager, um sie später zu begraben. Oh je. Oh. Puh, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ali, er war ein Guter. Wir sind hergekommen, um Tote zu sehen. Ja, aber mumifizierte Tote ist was anderes als frisch getötete Menschen. Oh Gott. Und du siehst, sie sprechen ziemlich aufgeregt miteinander. Miss Florence, was sagen Sie da? Ich verstehe kein Arabisch, Saltweather. Ich verstehe Arabisch. Nicht, was die... Kann ich das sprechen? Noch verstehen? Wie haben wir 50 Arabisch? Sprechen die Arabisch oder Ägyptisch? Ich weiß nicht. Mit 50 Arabisch kannst du es verstehen, ja? Okay. Ich kann vielleicht ein paar Fetzen verstehen. Was verstehe ich denn? Sie... reden über etwas, das sie Kinder der Sphinx nennen. Kinder der Sphinx? Und über einen Angriff, der kommen musste, wenn sich Ausländer an alten Grabmälern zu schaffen machen. Und sie sind so ein bisschen zweigeteilt und der andere Teil widerspricht dem und versucht darzulegen, dass es nur Hirngespinste sind und dass es sowas nicht gibt. Worauf wieder die anderen auf den Angriff verweisen und die Beduinen. Und dann kommt man darauf, ob es irgendjemand von den Angreifern erwischt hat. Und dann scheren sie ein bisschen aus und suchen jemanden von den Angreifern, weil ein paar davon wollen den Angreifern die Gesichtsschleier runterreißen, um etwas zu beweisen. Aber sie finden keinen, denn Saltweather hat nur einen an der Schulter erwischt und der ist nicht runtergefallen. Okay. Ja, sie sprechen davon irgendwas, die wenn ich das richtig übersetze, die Kinder der Sphinx.
wohl eine Gruppe von Menschen, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Leute wie uns davon abzuhalten, die Gräber zu plündern. Ich halte das für Blödsinn. Es sind einfach ebenfalls Grabräuber, die nur nicht wollen, dass... Ne, das sind Grabräuber, wir sind ja natürlich Wissenschaftler. Die wollen einfach nur selber an die ganzen Schätze und an die wertvollen Artefakte. Also ich würde dem nicht so viel beimessen. Aber auch unsere Angestellten sind sich nicht einig, ob das jetzt... ja, Kinder der Sphinx sind oder einfach übliche Banditen. Naja, mit Widerstand war wohl zu rechnen, aber... Das denke ich auch. Das habe ich schon öfters erlebt, dass man... zu stark ist. Zwar nicht in diesem Ausmaß überfallen wird, aber überfallen wird. Ja, behandeln wir mal die Wunden. Mit einer Probe auf Erste Hilfe kannst du beide Frauen behandeln. Miss O'Malley. Schwieriger Erfolg. 1W4? 1W3. Schwieriger Erfolg, 1W3. Bekommst du 1W3 Lebenspunkte zurück? 3? 1. 1W3. 1W3, das muss ich auswürfeln. 1. Achso. Du bekommst einen Lebenspunkt Okay. Retour. Ja, das müsste ungefähr helfen. Danke. Professor Dr. Florence, 82. Willst du Glück ausgeben? Will ich das ausgeben? Wie schwer sind Sie verletzt? Ich bin kreidebleich, das Blut läuft meinen Arm hinunter und ich halte mir die Rippen und stöhne dauernd. Kann ich zur Hilfe eilen, weil jetzt bin ich ja auch selber... Ja, aber ich bin sehr jammerig. Hat sie innere Blutungen? Sie hat keine schwere Wunde, also nein. Dann ändern wir das vielleicht. Ich möchte das forcieren. Oh Gott. Du möchtest das forcieren? Oh mein Gott. Ja, man muss, glaube ich, hier ziemlich fest draufdrücken auf diese gebrochene Rippe. Was tun Sie da so? Das muss geschehen werden, das muss geschehen werden. 2. Wow. Okay. Du bekommst 3 Lebenspunkte zurück. Das war sehr gut jetzt. Boah. Saltwater macht das wirklich extrem gut. Verbindet dich, reinigt die Wunde. Wieso hat das da jetzt so gut geklappt und bei mir nicht so? Ja. Ja, ich verstehe schon. Man muss die Ressourcen ordentlich verteilen. Und jetzt zur schwersten Operation. Ich versuche die Fehlfunktion zu lösen. Ja, mit einer Probe auf Gewehre. 49. 46. Geschafft. Okay. Ja, du schaffst es, das Repetiergewehr wieder einsatzfähig zu machen. Lade ich nach und alles. Ja. Und dann? Als du aufsiehst, bist du umringt von den angeheuerten Einheimischen. Und alle reden auf dich ein. Alle beschwören dich. Dr. O'Malley, du hörst, dass einige reden auf ihn ein, dass er sofort hier abbrechen muss und hier verschwinden muss, und wieder andere halten dagegen und meinen, dass es nichts mit den Kindern des Sphinx zu tun hat. Lord Saltwater, die wollen sie überreden, dass sie diese Ausgrabung abbrechen sollen. Sie müssen ein Machtwort sprechen. Wir sind so kurz vor einem Durchbruch. Ich spüre es. Natürlich. Sie können das jetzt hier nicht abbrechen. Mr. O'Malley, übersetzen Sie. Okay, ich übersetze. Gute Männer dieses Gute Camps. Gute Männer dieses Camps. Camps. Wir sind hierher gekommen. Wir sind hierher gekommen, um das Mysterium dieser Grabstätte zu lösen. Um das Mysterium dieser Grabstätte zu lösen. Und ich wäre verdammt sein, wenn ich es hier nicht löse. Denn wir haben diesen Weg gewählt, weil er schwierig ist und nicht, weil er leicht ist. Wir wollen diesen Weg gehen und wir wollen das alles finden, was da drinnen ist. Also kneift die Arschbacken zusammen. Wir wollen finden, was hier versteckt ist. Ich verdopple an jeden Sold. Der Sold wird verdoppelt, aber nur für die, die wirklich brav arbeiten und gut arbeiten. Wenn es für irgendjemanden zu gefährlich ist, dann kann er gehen, aber er muss einen Ersatz holen. Ihr dürft nicht gehen, auch wenn es gefährlich wird. Der Sold wird verdoppelt und vielleicht sogar verdreifacht. Okay, Lord Saltwater, was hast du denn Zwischenmenschliches? Hast du Einschüchtern oder Scham oder Überzeugen? Ich habe Überzeugen. Okay, mach bitte eine Probe drauf mit Bonuswürfel wegen dem verdoppelten Sold. Dankeschön. 7. Okay. Ja, du hörst, wie ein Murmel durch die Reihen geht. Sie stecken kurz die Köpfe zusammen, beratschlagen sich. Du, Dr. O'Malley, hörst, wie es gibt immer noch Leute, die dagegen halten, aber es kippt so langsam, die Stimmung. Die werden immer weniger. Und schließlich hat sich einer von ihnen als Sprecher offenbar herausgefunden. Abukar wird er genannt. Und der verkündet, dass die
dass die Gräber hier bleiben werden und ihre Arbeit fortführen. Wunderbar, die Gräber werden hier bleiben. Aha. Amokar hat uns gesagt, sie möchten weitergraben. Sehr gut gemacht, Lord Saltweiler. Dass man sich bereits morgen früh wieder an den Flaschenzug machen wird. Es geht weiter. Morgen früh wollen sie gleich weiterarbeiten. Wunderbar. Gute Ansprache. Sagen Sie, Saltweather, das mit dem verdoppelten Lohn, das gilt auch für uns, oder? Als Schadensersatz? Würde ich auch meinen. Immerhin habe ich jetzt als Dolmetscherin fungiert und dafür war ich nicht eingestellt. Und Sie sind sehr fähig, das stimmt. Ich bin sehr, Sie haben mich nicht umsonst anheuert. Und ich bin hier fast niedergemetzelt worden. Ja, das stand nämlich echt nicht in der Jobbeschreibung, dass wir hier fast sterben müssen. Abenteuer, das ist immer eine Grundgefahr. Sterben? Nein. Sterben ist der Lohn des Abenteuers. Ja, vielleicht für die Angestellten, aber nicht für die Professoren. Na gut. Doppeltes Lohn. Ja, will ich auch meinen. Sehr gut gemacht. Danke, Lord Saltweather. Wir sollten uns das Lager ansehen. Ja. Wir müssen schauen, ob die Konstruktion noch intakt ist. Ja, und ein paar Zelte wieder aufstellen wäre auch nicht schlecht. Schließlich möchten wir irgendwo schlafen heute Nacht. Ja, ihr könnt euch... Also die Nacht zieht dann langsam auf, wo es richtig, richtig kalt wird. Einige der Zelte sind komplett zerstört. Also die Zeltwände richtig zerschnitten. Die Holzbalken, mit denen sie abgestützt sind, zerteilt. Aber ihr könnt einige Zelte behelfsmäßig wieder so weit aufbauen, dass ihr drin nächtigen könnt, ja. Wie ist die Zeltzugkonstruktion für den Grabdeckel? Ist die heil geblieben? Der Flaschenzug? Denn morgen soll die Platte gehoben werden. Ja, der Flaschenzug ist immer noch heil. Sehr gut, sehr gut. Das heißt, wir können morgen früh gleich damit starten. Keine Verzögerung. Nein, immerhin etwas. Ja. Und wir müssen nicht noch länger hier draußen rumhocken. Die Feuer werden von den Einheimischen größtenteils mit getrocknetem Kamildung in Gang gehalten. Ich liebe diesen Geruch. Und dann könnt ihr euch zu einer unruhigen Nacht bereit machen, so ihr denn schlafen könnt. Ja, wir sollten uns ausruhen. Ja. Regenerieren wir etwas? Aber vielleicht sollten wir irgendjemanden zur Wache stellen. Lord Saltweather, irgendjemand der Einheimischen sollte vielleicht Wache halten. Das sehe ich doch als Standard an. Okay. Dass ich ja irgendwie ihn beauftragt habe. Gut, ich wollte es nur nochmal erwähnt haben. Ob sie es dann machen, ist eine andere Frage, aber... Dann ermahnen sie. Du siehst, Dr. O'Malley, niemand der Einheimischen steht Wache. Also die haben sich alle in Zelte verkrochen und sind wieder hergestellt. Gerade als Saltweather sagt, ja, das sehe ich eigentlich als Standard an, drehst dich um das Lager, niemand steht, alle liegen irgendwo. Also ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber irgendwie steht da niemand und hält Wache. Das sind die besten Wachen, die man nicht kommen sieht. Verstehe. Die verstecken sich irgendwo und schlagen sofort Alarm, wenn eine Gefahr ist. Okay. Na, wenn Sie das sagen, ich vertraue Ihnen. Und dann legt ihr euch schlafen, während die Kälte der Wüste über euch aufzieht. Ihr regeneriert alle einen Lebenspunkt. Juhu. Über Nacht. Und am nächsten Morgen, wenn die Sonne wieder aufzieht, bevor sie so hoch über, also mit solcher Kraft über euch steht, dass ihr euch den Schweiß aus allen Poren treibt, könnt ihr wieder aufstehen, euer kariges Frühstück aus getrockneten Datteln, Fladenbrot einnehmen. Und ihr seht tatsächlich, einige Arbeiter sind beim Flaschenzug und setzen die Arbeiten fort. Professor Florence, Miss O'Malley, leisten Sie mir Gesellschaft beim Öffnen der Grafkammer? Sehr gerne. Aber natürlich, nur zurück, weil dafür sind wir schließlich hier. Ach ja, und ich würde gerne noch der Sache nachgehen, wer gestern diese Flagge gesprengt hat. Miss O'Malley, finden Sie heraus, wer das war. Ich finde heraus, wer das war und gehe zu Abokar, dem Sprecher der unserer Angestellten. Ja, du kannst ja Arabisch. Ja. Er gibt dir zur Antwort, dass das ein Mann namens Hemid war. Hemid? Und wo finde ich diesen Hemid? Oh, er steht gerade dort drüben und bringt die Seile an, unten bei der Grabplatte. Er hat schon. Er ist der Älteste hier und er hat schon einige Ausgrabungen mitgemacht, wurde schon oft angeheuert, treibt sich aber oft in bestimmten Viertel Kairos rum oder macht selbst
Ausflüge in die tieferen Schächte der Pyramiden. Ah, was kann ich unter bestimmten Vierteln in Kairo verstehen? Okkultes und dergleichen. Okkultes? Er war mal Führer und hat Touristen unter die dritte Pyramide von Gizeh geführt. Mhm. Dann werde ich mal ein kurzes Wörtchen mit dem sprechen. Hab Dank, Abukar. Er macht weiter. Und du kannst diesen Mann finden. Er ist tatsächlich schon älter. Unter seinen Schleiern verbirgt sich ein sonnengegerbtes Gesicht, etwas dunklere Haut. Hemid, darf ich Sie kurz sprechen? Bitte kommen Sie mal kurz zu mir. Ja, was ist denn los? Sie haben gestern eine Fahne oder ein Tuch geschwenkt und standen da auf einer Kiste. Und dann sind die Angreifer einfach von dannen gezogen. Was haben Sie da getan? Was war das? Ich konnte nicht verstehen, was Sie sprechen. Es war ein alter Fluch. Ein sehr alter Fluch. Ein Fluch? Das heißt, Sie haben unsere Angreifer verflucht? Ja, ich wusste nicht, ob es funktioniert, aber es ist... Das Bildnis hat hierzulande... Es ist etwas sehr, sehr Altes, das Respekt hervorruft. Was für eine Art Bildnis? Wie darf ich das verstehen? Machen Sie sich keine Sorgen. Woher wissen Sie das alles? Und dann geht er weiter. Macht Leute mit Arbeit. Also du merkst, er ist ein bisschen abweisend und will sich dir nicht so richtig öffnen. Ja, okay. Dann, Lord Saltweather, ich habe von unserem, von derjenige, der die gestern diese Fahne geschwenkt hat, das war Hemid. Ich habe erfahren, dass er mit okkulten Praxisen zu tun hat in Kairo und unsere Angreifer wohl ja irgendwie verflucht hat und irgendwie ein Bildnis genutzt hat, vor dem sie sich fürchten, und deswegen sind sie abgehauen. Ich weiß nicht, ob ich diesem ganzen vielen Aberglaube so viel ab kann. Ich meine, ich weiß, ich grab hier Mumien aus und gerade das sollte eigentlich noch mehr, aber... Mr. Melly, Sie glauben nicht an das Übernatürliche? Das Übernatürliche, also ich bin froh, dass die Ägypter so einen schönen... ja, Drang zum Leben nach dem Tod hatten, weil sonst könnte ich hier nicht so wunderbare Sachen ausgraben. Aber ob das wirklich alles so stattfindet, wie sich die Ägypter das vorstellen, da bin ich mir nicht so sicher. Ich greife in meine Tasche und fange einen der 5 Steine heraus. Sehen Sie, ich habe in Kairo 5 dieser magischen Steine erlangt. Mhm. Man sagte mir, es sei der Schutz des Anubis. Der Schutz des Anubis. Und Sie glauben wirklich an so etwas, Lord Saltweather? Ja, natürlich. Warum glauben Sie, dass ich hier bin? Und Sie glauben nicht, dass das einfach nur so ein Touristending ist und man hat sie ein bisschen... Bitte, Sie sind die Archäologin. Untersuchen Sie es. Oh, kann ich das jetzt irgendwie... Mit einer Probe für Archäologie, ja. Mit einer Probe für Archäologie. Ha, das habe ich 70. Lupe, Pinsel. Oh, 25? Das ist das zweite, oder? Schwierig, ja. Diese Steine sind sehr, sehr alt. Also, die sind allein schon ein bemerkenswerter Fund. Ja, die Steine sind ganz okay. Ich muss mir das notieren. Ich merke mir das natürlich für mich selber, dass die sehr wichtig sind. Vielleicht brauche ich mir das später nochmal. Ja, das sind doch schon sehr schöne Steine. Alt, ja, aber... Ja, der Verkäufer sagte mir... Wenn man die in einer richtigen Position platziert, schützen sie einen. Warum haben Sie sie dann gestern nicht verwendet? Ich brauchte keinen Schutz. Ich hatte mein Gewehr. Das nicht funktioniert hat. Nach einem erfolgreichen Schuss. Der aber nicht so... Ja. Er ist immer noch mein Geldgeber. Nun ja, ist ja auch egal. Es hat zumindest funktioniert, um diese schrecklichen Willen zu vertreiben. Auf jeden Fall Okkultes. Und damit hat er sie wohl vertrieben. Sehen Sie, es hat funktioniert. Es hat funktioniert, auf irgendeine Art und Weise, aber nur weil die alle so abergläubisch sind. Was wir uns aber auf jeden Fall merken sollten, ist, wir sollten diesen Hemid, sobald wir das Grab geöffnet haben, vielleicht... Eine Lohnerhöhung geben, Sie haben recht. Nein? Er hat uns gerettet. Ja, aber wir sollten ihn vielleicht mitnehmen, als Führer. Das klingt nach einer guten Idee. Ist Ihnen immer noch zu heiß? Ja. Also ich habe keine. Ich wollte jetzt gerne eine Flasche nochmal so reichen. Kann ich einfach so eine Wasserflasche? Kannst du haben, ja. Okay, bitteschön. Oh, danke, Nehmen Sie einen Schluck.
nehme einen Schluck, mache mal wieder ein bisschen was auf so ein Tuch und fange wieder an, mir mein Gesicht abzutupfen. Sie werden sich noch daran gewöhnen. Ich weiß nicht, es ist ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Es klang immer so spannend in den Büchern, eine archäologische Expedition. Das ist einfach nur, bisher, ich weiß nicht, diese Sonne, die Hitze, es macht mir doch sehr zu schaffen. Viel Sand und Schweiß, aber sie, wie gesagt, sie werden sich daran gewöhnen und dann wird es ihnen Spaß machen, glauben Sie mir. Wie lange dauert das denn eigentlich noch? Ja, ihr seht ein paar der Einheimischen begraben, die drei Toten im Wüstensand in der Nähe der Klippe, während die anderen weiterarbeiten. Die ganzen Arbeiten dann dauern noch etwa 2 Stunden. Und als die Wüstensonne wieder unbarmherzig auf euch herabbrennt, beginnt schließlich einer der Arbeiter zu rufen. Abukar, der Sprecher, ruft etwas auf Arabisch. Du verstehst, was er sagt. Er sagt, also wir wären dann soweit. Wir könnten das Grab mal öffnen. Lord Saltwater, Florence. Ich weiß, um was es geht. Der Geruch des Abenteuers liegt in der Luft. Sie wären jetzt bereit. Dann könnt ihr drei unter der Führung von Saltwater... Ich nehme eine Fackel mit. Okay, eine Fackel? Ja, ich nehme auch eine Fackel mit, glaube ich. Okay, Fackel. Öllampe. Eine Öllampe, so wie sie neben dir steht. Genau. Okay, so ausgerüstet geht ihr zum obersten Rand dieser 13 schiefen Stufen, die da in den Stein gehauen wurden und nach unten zu der Platte führen. Um die Platte liegen Seile, gerade nach oben, die sich gerade nach oben spannen. Also die Stufen sind nach oben offen. Die Seile spannen sich. Ihr hört einen der Arbeiter irgendetwas brüllen. Und dann sehen sie alle an dem Flaschenzug und ein Ruck geht durch diese Grabplatte. Sand rieselt herab und dann ganz langsam öffnet sie sich nach oben. Also die hängt an dem Flaschenzug, an den Seilen, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, bis sie weit genug nach oben gezogen wurde, dass eine Person problemlos durchgehen könnte. Ein Schwall abgestandener Luft weht euch entgegen und mit ihm das Versprechen unermesslicher Schätze. Der Duft des Abenteuers. Ich entzünde eine Fackel. Riecht ein bisschen wie in der hintersten Abteilung der Bibliothek, alt und abgestanden. Und ich nehme mir das Recht des Abenteuers vor und gehe als erstes. Okay, hinein. Du hast deine Fackel hoch erhoben. Und gehst die Stufen herunter. Und du stehst in einem Gang. Etwa 8 Meter lang. Der Boden ist aus Stein, aber stark mit Sand und Staub bedeckt. Entlang der Wände kannst du verblasste oder beschädigte Hieroglyphen erkennen. Fresken sind links und rechts angebracht, auf denen Szenen dargestellt sind. Risse ziehen sich durch Fresken, Wände. Und als du die ersten Schritte rein machst, rieselt so ein bisschen Staub und kleineres Gestein von der Decke. Sie wissen, was sie zu tun haben. Saltwater ist reingegangen, ihr beide steht noch draußen, oben. Ja. Saltwater, wie ist es da unten? Ist es sicher? Staubig, muffig. Was sehen Sie? Ich glaube, Professor Florence würde es hier gefallen. Können wir nachkommen? Ja, kommen Sie. Hier gibt es einiges zu entziffern. Okay, ich gehe als Schlusslicht und mache auch noch meine Fackel an. Okay. Vorsichtig die Treppe Dr. runter. Dr. Florence geht in der Mitte mit ihrer Öllampe. Hinter ihr kommt Dr. O'Nelly, ebenfalls mit der Fackel. Und dann steht auch ihr die Stufen runter und betretet diesen Gang. Und auch ihr seht ein bisschen Staubriesel von den Decken. Die Steinplatten scheinen uralt zu sein. Und links und rechts sind Hieroglyphen an den Wänden. Ich lasse ehrfürchtig meine Hand darüber gleiten und ertaste so das Eingemeißelte im Stein. Ich nehme gleich einen Pinsel und pinsel ein bisschen den Staub ab. Ich sehe, ob irgendwelche Artefakte am Boden liegen, die ich einstecken kann. Können Sie etwas davon lesen, Dr. Florence?
kann ich lesen. Ja, ganz kurz noch. Ihr seht nie den kompletten Gang. Also ihr seid jetzt am Eingang und euer Lichtkegel geht so 2-3 Meter. Also ihr seht, dass der Gang am Ende aufhört, aber ich beschreibe euch nicht automatisch alles, was ihr in diesem Gang seht. Ihr seid jetzt hier am Eingang. Ja, die Hieroglyphen, kannst du dir ansehen. Saltwater, du müsstest den kompletten, also da, wo du stehst am Boden, ist nichts. Okay. Außer halt und vor mir Staub. Genau, du müsstest einfach weitergehen. Ja, ich bin natürlich komplett geistesabwesend im Abenteuermodus und lasse euch hinten stehen und gehe erst einzeln davor und löse jegliche Falle aus. Gehst vor. Oh Gott. Ja, ich bin da nicht sehr... Okay, machen wir das als erstes. Du gehst... Nicht sehr vorsichtig. Gehst und gehst. Ihr seht die Fackel von Saltwater weiter rein in das Grabmal. Passen Sie auf, Saltwater. Ich höre das nicht mal. Männer. Bist du vor... einer Wand stehst, offenbar aus Gips, denn am Boden liegen weiße Krümel. Neben der Wand steht ein reich geschnitzter, uralter Tisch aus Holz, der sehr, sehr marode aussieht. Und auf diesem Tisch steht eine Truhe, eine goldene Truhe. So groß wie der Tisch oder so ein Kästchen? Eher in Richtung Schatulle. Okay. Sieht sie verschlossen aus? Nein. Ich öffne die Schatulle. Okay. Du gehst hin, öffnest die Schatulle, aber sie ist leer. Dann gibt es einen lauten Knall und der Tisch bricht zusammen. Er war offenbar so alt und marode, dass das bisschen Anfassen einfach gereicht hat, dass er zusammengebrochen ist. Saltwater! Ein maroder Tisch! Und eine Schatulle, die leer ist. Zerstören Sie hier nicht alles! Sollten Sie nicht an vorderster Front sein, Grace? Kann ich Sie denn hier alleine lassen? Nun ja, ich denke, ich bin hier eine Weile beschäftigt. Das wird dauern, das alles zu übersetzen. Okay, dann werde ich mal zu unserem... Okay. Auch du gehst nach vor. Der Lichtkegel von Dr. O'Malley entfernt sich von dir, Dr. Florence, und geht auch nach vor, wo du diesen zusammengebrochenen Tisch siehst und diese Sie können doch Schatulle. Nicht einfach die Artefakte hier zerstören. Artefakte, das war ein Tisch. Ja, ein 10.000 Jahre alter Tisch. Das nennen Sie ein Artefakt? Ja, schon. Das hätte man auch ins Museum bringen können und sich anschauen und vielleicht so sehen können, für was das benutzt wurde. Alles hier drinnen ist ein Artefakt, bis es nicht katalogisiert wurde. Ja, dann haben Sie da viel Arbeit mit dem Detail zu katalogisieren. Was sagst du zu diesem Gips? Und ich klopfe gegen den Gips. Okay, du klopfst gegen den Gips. Ganz kurz noch zu Dr. Florence. Du stehst jetzt... alleine hier mit deiner Öllampe, du gehst so in etwa bis zur Mitte des Ganges, siehst dir die Hieroglyphen an. Auf beiden Seiten sind sie Fresken mit nicht nur mit Hieroglyphen, sondern mit Szenen, mit gemalten Szenen. Du musst wirklich nah ran, denn sie sind schon abgeblättert, alt. Risse ziehen sich durch diese Wände, hin und wieder rieselt von der Decke etwas herab. Der Eingang, du siehst den Eingang noch, also das Licht des Einganges. Vor dir das Licht der anderen beiden. Und dann ganz plötzlich gibt es einen Knall. Es wird dunkel. Und die riesige Grabplatte sich vor den Eingang gesenkt. Oh nein. Ein extrem lauter Knall. Staub wird aufgewirbelt und von der Decke rieseln überall kleine Steinchen und Staub auf euch herab. Und das Licht des Eingangs ist weg. Ich renn zurück zum Eingang. Hör mal, irgendwie nach oben gehen. Vor dir ist die Grabplatte. Die immens schwere Grabplatte. Hallo? Hallo, machen Sie das wieder auf? Hallo, das kann... Grace, Lord Saltwater? Ich schrei, ich sehe ganz am Ende des Ganges ein zitterndes Licht. Was ist... Ich renn... schnell zurück und möchte schauen, was passiert ist. Lord Saltwater, ich gehe kurz zurück. Ich muss sehen, was da passiert ist. Ja, machen Sie ruhig. Grace, was ist...
Agatha, was ist passiert? Ja, du siehst es. Also, ich der weiß, Eingang ist verschlossen. Oh, vielleicht ist die Konstruktion doch zusammengebrochen. Die. Oh, einmal mit Profis. Meinen Sie. Oh nein. Ich versuche halt irgendwie das so aufzudrücken, aber. Da bewegt sich überhaupt nichts. Die. Ich hämmer dagegen. Hallo? Hallo, können Sie uns ein Zeichen geben? Ihr könnt eine Probe auf Horchen machen, ihr beide. Horchen, okay. Ja, 21. Vier extremer Erfolg. Boah, geil, ich habe nur 32. Okay. Agatha Florence, du hörst Schreie von draußen. Aufgeregte Stimmen. Schreie. Die Grabplatte erzittert kurz. Ein ganz schmaler Streifen Licht wird unten sichtbar, als würde sich jemand hochheben wollen. Offenbar ist irgendjemand am Flaschenzug. Dann nochmal Schreie und die Platte fällt wieder nach unten. Ich glaube, die Angreifer sind wieder zurück. Und dann glaubst du, Hufgetrappel zu hören. Die Angreifer sind ziemlich sicher zurück. Ich höre Hufe und Schreie und... Oh nein. Deswegen ist die Grabplatte wieder nach unten gefallen. Es kommt näher und näher. Dann ist das Hufgetrappel mitten bei euch im Lager. Schreie! Die Grabplatte bewegt sich nun nicht mehr. Gedämpft hörst du irgendwo das Splittern von Holz. Und dieses Stampfen der Hufe überall. So ganz gedämpft zu euch runter. Hat Lord Saltwether? Du siehst auch, dass das Licht des Eingangs weg ist. Also das sieht man vom Gang. Haben Sie was gefunden? Lord Saltwether, wer weiß, dass wir hier draußen sind? Naja, das Museum der ägyptischen Archäologie. Denken Sie, Sie schicken jemanden, der uns sucht, wenn wir irgendwann nicht von alleine wieder auftauchen? Ja, in ein, zwei Wochen wahrscheinlich, vielleicht. In ein, zwei Wochen? Jetzt, die draußen werden schon das den Flaschenzug wieder herrichten. Das wird schon wieder... Lord Saltwether, die Angreifer sind zurückgekommen. Angreifer? Mhm. Man hört Schreie und Pferdegetrappel. Naja, Hamid ist da draußen und er wird das schon wieder richten. Ich bin da zuversichtlich. Ich bin genau da, wo ich sein möchte. Ich mache mir da keine Sorgen. Los, untersuchen Sie die Wand. Agatha, alles wird gut. Das ist deine Chance. Ich rede mit mir selber. Lord Saltwether wird uns hier rausholen. Sie werden uns hier rausholen. Ich gehe an die Wand und fange an zu besetzen, um mich zu beruhigen. Und ich gehe mit meiner Fackel zu Lord Saltwether zurück und innerlich denke ich mir einfach nur, ich muss das durchstehen. Ich brauche diese Entdeckung. Ich brauche das. Egal, was da jetzt passiert, ich muss das finden. Ah, Miss O'Malley. Ja, ich bin zurück. Lassen Sie uns sehen, was wir hier noch finden, damit sich das hier alles lohnt. Den Abenteuergeist darf man nicht hier einfach so begraben. Ich habe schon so oft der Verzweiflung ins Auge geblickt, um mich unterkriegen zu lassen. Das schaffen wir schon. Sie sprechen davon, ein Abenteurer zu sein. Was für Abenteuer haben Sie denn schon so erlebt? Selbst wenn wir hier 4000 Jahre sitzen würden, könnte ich Ihnen nicht alles erzählen. Ich glaube, damit kann ich leben. Aber sagen Sie, diese Gipswand hier, ich glaube, die könnte man öffnen, oder? Ich klopfe jetzt auch mal dagegen. Okay, ihr seht es euch an, mit eurem Licht klopft dagegen und als ihr nach unten kommt, seht ihr, da ist schon ein Loch. An der linken unteren Wand ist ein Loch. Groß genug, dass ein Mensch hindurchkriechen könnte. Oh. Da ist schon ein Loch. Und es sieht so aus, als wären wahrscheinlich dieser Tisch und die Schatulle durch dieses Loch geschleift worden. Sind wir vielleicht doch nicht die Ersten hier unten? Oh nein, verdammt! Aber vielleicht gibt es noch das ein oder andere hinter dieser Wand. Stimmt, können Sie feststellen, ob diese Gipswand 4000 Jahre alt ist? Oder vielleicht nur ein paar Jahre? Natürlich kann ich das... Nein, mit einem Beruf Archäologie. Natürlich kann ich das feststellen. Ich bin Archäologin. Mit 65, ja. Ja, diese Gipswand ist original. Die entstand zur Zeit, wo alles andere hier erbaut wurde. Es wurde nachhinein mit Werkzeug, mit neuartigem Werkzeug, das Loch unten reingeschlagen. Und es gibt auch überall so kleine Gipsbröckchen, die davor liegen. Also wenn ich mir das jetzt hier genauer ansehe, ja, diese
Gipswand, die ist mit der Pyramide entstanden, aber dieses Loch, das ist aus heutiger Zeit. Oh nein. Ich hoffe sehr, dass wir hier nicht einer Enttäuschung entgegensteuern. Halten Sie meine Fackel. Ich halte Ihre Fackel. Werden Sie jetzt durch dieses Loch kriechen? Verständlich. Ich muss mich davon selbst überzeugen. Okay. Okay. Lord Saltweather geht in die Knie und kriecht in die Dunkelheit. Währenddessen, Dr. Florence. Was tust du? Du bist vom Eingang weg mit deiner Lampe? Ich bin sehr vertieft. Ich gucke mir die Piktogramme an, was für Szenen da dargestellt sind. Und dann fange ich an. Ich gehe davon aus, dass die Szenen irgendeine Reihenfolge haben. Mit einer Probe für Hieroglyphen kannst du das alles so anordnen, dass du die Geschichten lesen kannst. Ein extremer Erfolg mit einer 8. Zwei Dinge bemerkst du. Die Gravuren und Fresken, ja, die erzählen eine Geschichte. Sie stellen eine Pharaonin dar, die laut den Bildern große Kräfte jenseits der Macht von Sterblichen zu besitzen schien. In den Bildern ist unter anderem ein großes Bankett dargestellt, dem diese Frau in den edelsten Gewändern vorsitzt. Das Bankett findet offenbar irgendwo unterirdisch statt und in den nächsten Bildern ist die ganze Szene in Wasser ertrunken dargestellt. Auf der anderen Seite des Ganges können die Hieroglyphen davon, dass diese Herrscherin das Konzept des Lebens nach dem Tod zurückwies und dass sie ihrem Gefolge eine tiefe Wahrheit offenbaren werde. Die Fresken schließen jedoch damit ab, dass diese Herrscherin offenbar lebendig begraben wurde. Und dann stellst du fest, dass in den Fresken kleine Löcher sind. Also schon mehr bei Lord Saltweather und Dr. O'Malley gibt es links und rechts jeweils zwei Löcher. Also das sind, die siehst du einfach nur in den Rissen der Fresken, dass dahinter was ist, ein Hohlraum. Also das könnte man wahrscheinlich mit Werkzeug oder so, könnte man das weiter aufreißen. Ja, nachdem ich mir einen guten Überblick verschafft habe, gehe ich Richtung der beiden anderen. Dann siehst du, Dr. O'Malley, wie Dr. Florence zu dir kommt, gerade als Lord Saltweather im Loch verschwunden ist. Oh, es geht Dr. weiter? Ja, wir haben ein Loch entdeckt. Haben Sie denn irgendwas entdeckt, Dr. Florence? Oh, es ist höchst, höchst spannend und sehr ungewöhnlich. Mhm. Die Fresken und Hieroglyphen erzählen die Geschichte einer Pharaonin, was an sich schon sehr bemerkenswert ist. Ja. Dass wir hier eine Herrscherin vorfinden. Und was das Allerungewöhnlichste ist, ist, dass diese Frau wohl lebendig begraben wurde, was mir zum ersten Mal unterkommt im Kontext der altägyptischen Kultur. Mhm. Ist Ihnen schon mal so etwas untergekommen? Ja, lebendig begraben hatte ich bisher nur gehört, beziehungsweise mal in einem sehr alten Buch gelesen, dass man das meistens nur gemacht hat, wenn man Leute verfluchen wollte oder wenn man Leute irgendwie bestrafen wollte, dieses lebendig begraben. Es passt überhaupt nicht zum Kult. Nein, deswegen. Sie scheint auch grundsätzlich eine ungewöhnliche Frau gewesen zu sein und den Totenkult der Ägypter abgelehnt zu haben. Vielleicht hat es damit etwas zu tun. Und dann, ich denke, hinter den Wänden ist noch ein Raum. Es gibt so kleine Durchlässe und ich denke, vielleicht findet man noch etwas dahinter. Aber das ist ihr Fachgebiet, also da möchte ich mich nicht einmischen. Saltweather? Geht es Ihnen gut? Kann ich Ihnen die Fackel reichen? Ich bräuchte nämlich meine zweite Hand. Die Wand ist nicht besonders dick, also so 2-3 Meter kriechst du da unten und dann öffnet sich vor dir ein Raum in vollster Dunkelheit. Also du siehst absolut gar nichts. Du hörst nichts, du siehst nichts. Es ist abgestandene Luft hier drin. Du kannst nur so ein bisschen herumtasten, stellst fest, dass du dich aufrichten kannst und dass vor dir nichts ist und hinter dir tastest du die Wand. Ein paar Meter geht's hinein. Werfen Sie die Fackel. Ich schiebe Ihnen die Fackel durch. Aber mit Schmackes. Mit Schmackes. Und ich schieße die Fackel einmal durchs Loch. Dann hast du die Fackel. Erhebst sie. Drehst dich um
und siehst einen Raum, der überladen ist von Schätzen. Alles glänzt. Geschnitzte Stühle, Tische, Statuen, behauene Vasen, Wandbehänge, zerfallene Musikinstrumente, versiegelte Gefäße, Schalen, Fächer, Truhen. Ein vollständiger, in Gold verzierter ägyptischer Streitwagen steht vor dir. Also alles glänzt. Einfach nur, als du die Fackel hebst und dich umsiehst. Mehr siehst du im Moment noch nicht. Das ist einfach der erste Eindruck. Jetzt machen wir noch kurz mit den beiden Doktorinnen weiter. Schauen Sie hier und hier. Ich weiß nicht, ob man das so abtragen kann, dass die Schrift nicht beschädigt wird. Also vielleicht hier am Rand und versuchen Sie nicht, die Hieroglyphen zu zerstören. Ich versuche die Hieroglyphen. Die sollten wir noch abzeichnen und katalogisieren. Ja, ich gebe mein Bestes. Mach da eine Probe auf Archäologie. Ja, Mann, Archäologie, das rock ich. Mit 11. Das ist ein extremer. Extremer Erfolg? Ja, weil ich habe das mit 14, ich habe 11, ja. Okay, bei einem extremen Erfolg fallen dir zwei Dinge auf. Zwei Dinge. Zum einen wurdest du ja auch auf die Bilder hingewiesen. Die siehst du ja hier überall. Und das sagt dir tatsächlich etwas. Was die Frau, die hier dargestellt ist, müsste Nitokris sein. Das ist eine Pharaonin, bei der es sehr umstritten ist, ob sie überhaupt je existiert hat. Also viele Archäologen sagen, dass es nur Geschichten sind, dass eine solche Frau niemals existiert hat. Sie trägt den Beinamen die Ghul-Königin. Die Ghul-Königin. Und manche sehen sie als die Erbauerin der dritten Pyramide von Gizeh am Ende der sechsten Dynastie. Oh Gott, sechste Dynastie. Dynastie, in der sie Geschichten zufolge auch lebendig begraben worden sein soll. Es gibt einige Geschichten, nachdem sie all ihre Feinde zu einem Festbankett in einer Halle unter dem Nil eingeladen hat und dann heimlich eingebaute Schleusen fluten ließ, damit sie alle ertrinken. Ja, das sehen wir auch. Ja. Manchmal wird sie dargestellt als eine bleiche, tote Herrscherin auf einem Thron in der Dunkelheit mit halb weggefressenem Gesicht. Also kann man anhand dessen, was wir sehen, darauf schließen, dass wir hier eine Grabkammer haben? Oder ist es irgendwas anderes, was wir hier finden? Das wisst ihr noch nicht. Okay, das wissen wir noch nicht. Okay, aber du kannst diese Risse erweitern mit deiner Kelle. Dahinter sind jeweils Hohlräume. Ah, okay. So 60 cm und gehen weiter rein. Und da liegt etwas Mumifiziertes, ein mumifiziertes Bündel. Und dir zugewandt den geschnitzten Holzkopf eines Schakals. Der rausragt aus diesem mumifizierten Bündel. Dr. Florence, Sie haben da was Großartiges entdeckt. Und jetzt, wo ich das hier nochmal sehe, das ist die Pharaonin Nitokris. Nitokris? Diese Schauer... Naja, Schauergeschichten. Ja, man sagt sich, es sind Schauergeschichten. Ich war mir auch nicht immer ganz sicher, ob sie wirklich existiert oder nicht. Aber jetzt haben wir den Beweis für ihre Existenz. Ich meine, hier haben wir... Die Hieroglyphen, sie konnten es ja auch lesen und sie war ja bekannt als die Pharaonin der Ghule. Ja, aber sie soll doch in der dritten Pyramide von Gizeh angeblich eingemauert oder begraben worden sein. Aber da würde das passen mit dem lebendig begraben, weil das war das einzige Mal, als ich von so einer Art der Bestrafung gelesen habe in ihrem Zusammenhang. Sehr spannend. Aber was macht sie hier so weit im Süden? Ich weiß es nicht, aber vielleicht hat diese Grabkammer, wo immer wir uns auch gerade befinden, hier irgendwas mit ihr zu tun. Oder zumindest, ich weiß nicht, zumindest, ich kann jetzt hier durch diesen Spalt, den ich erweitert habe, ein mumifiziertes Bündel sehen. Sehen Sie das auch? Und hier ist ein Schakalkopf, könnte entweder auf Anubis schließen oder auf Seth, den Wüstengott. Beide.
mit Schakalköpfen, deswegen, ich bin mir nicht 100% sicher. Das ist sehr seltsam, weil normalerweise, naja, was sollte dort mumifiziert sein? Denken Sie das? Möchten Sie das? Vielleicht ist es eine Kanope, möchten Sie da einmal reingreifen? Ja, das war auch meine Gedanke, ob es eine Kanope ist. Wir könnten mal reinfassen. Ich fasse rein? Ich fasse rein. Du ziehst das Bündel raus. Und jetzt bemerkst du, es ist ein mumifiziertes Tier. Es ist ein Tier. Aber was für ein Tier? Soll ich es auspacken? Okay, legst es auf den Boden. Schneidest rein. Abschändung betreiben. Alles für die Wissenschaft. Und öffnest dieses jahrtausende alte Bündel. Das staubt ganz schön. Und der Geruch. Es wirkt auf dich wie ein Schakal. Es ist ein Schakal. Das ist in der Tat spannend. Ich meine, also mumifizierte Tiere, soweit ich weiß, gab es die ja durchaus. Ja, Haustiere. Als Grabbeigaben. Genau, Haustiere hat man gerne mitgegeben. Aber ein Schakal? Das macht für mich... Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann, also auch, ich meine, Anubis... Nee. Ja, vielleicht ist es irgendein unbekannter Ansatz, ihn bei der Wägung des Herzens gnädig zu stimmen, dass man einen Schakal mit mumifiziert. Durch deinen extremen Erfolg verrate ich dir, es gibt 4 solcher Kojen. Oh, okay. Ich würde jetzt einfach alle 4, die restlichen 3 Löcher... Überall ist das Gleiche drin. 4 mumifizierte Schakale. Okay. Was sollen wir mit dieser Information anfangen? Ich kann es leider nicht... Selbst wenn man, also das Osiris, das Gericht, Feder, Herz. Ich kram aus meiner Tasche mein Buch Ancient Egyptian Legends hervor und fange an, da drin rumzublättern, ob ich irgendwas von wegen mumifizierte Schakale finde. Mach eine Probe für Bibliotheksnutzung. 98. Nein. Boah, nee. Willst du Glück ausgeben? Das wäre ganz schön viel Glück, nee, ich lass es. Darf ich einen Blick in das Buch werfen? Ja, okay. Ausnahmsweise. Wir können es ja forcieren. Das wäre ein Forcieren, ja. Das wäre ein gutes Forcieren. Vielleicht. Naja, 4 Augen sehen mehr ja, als vielleicht. Zwei. Lass mich mal mitschauen. Muss ich auch Bibliothekswissen? Bibliotheksnutzung, ja. Okay. Ja, komm, es geht sich aus. Komm schon. Yes, 32, yes. Sehr gut. Okay. Ja. Aber, stopp, warte mal. Hier. Oh. Ja. Es gibt... Man nimmt an, dass Tiere als Wächter mitbestattet wurden in Vorkammern. Ah. Aber ist es so common, dass Schakale das sind? Nein. Okay. Das ist ungewöhnlich. Nun ja, das bestätigt eigentlich nur ohnehin unsere Vermutung, dass mumifizierte Tiere nicht unbedingt etwas Ungewöhnliches sind. Aber Schakale als Wächter? Die Schakale, das ist schon sehr radikal, würde ich sagen. Ja, aber wenn wir davon ausgehen, dass das eigentliche Grabmal der Nitokris ist, dann und sie wirklich so eine sehr außergewöhnliche Frau war, die mit Konventionen gebrochen hat, dann würden die Schakale auch irgendwie Sinn machen, weil sie halt was wirklich Wertvolles beschützen. Ich schlag das Buch wieder zu und pack es weg. Vielleicht sollten wir schauen, was Lord Saltweather gefunden hat? Auf jeden Fall, wir lassen die Schakale dort einfach liegen. Auf jeden Fall ist das... Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Fund für Ihre erste Auslandsexpedition. Ja, wow. Von außerhalb der Grabplatte, der Eingangsplatte, ist es mittlerweile komplett ruhig. Du, Dr. Florence, hörst überhaupt nichts mehr. Ja, bin gerade zu fasziniert von dem, was ich hier vor mir habe. Dann geht ihr ebenfalls zu diesem Loch in der Gipswand. Hinter dem Lord Saltweather schon steht. Du gehst ein bisschen rein in den Raum, dann siehst du noch ein großes geschnitztes Ruderboot, das hier drin aufgebahrt wurde. Im östlichen Teil der Kammer siehst du eine riesige Steinplatte, die einen Durchgang blockiert. Auf beiden Seiten der Steinplatte stehen 2 lebensgroße Statuen. An der nördlichen Seite des Raumes führt ein offener Torbogen in eine weitere Kammer. Ich würde mal sagen, du stellst dich in die Mitte des Raumes, betrachtest die ganzen Schätze und Reichtümer, als die beiden Doktorinnen auch durch das Loch in der Wand kriechen. Ah, eng.
Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wow. Ihr habt jetzt etwas Licht, das Licht von Saltwater, und auch ihr seht diese Berge von Schätzen. Was für ein Fund. Ich werde berühmt. Ich hoffe, dass hier unter diesem nutzlosen Gold auch irgendwelche guten Artefakte verborgen sind. Nutzloses Gold, das ist alles. Schauen Sie, wie gut das alles erhalten ist, Saltwater. Ja, dieses Boot, das noch gut erhalten ist. Das Boot nicht mehr, aber der ägyptische Streitwagen ist noch ziemlich gut erhalten. Wir werden in die Geschichte eingehen. Ich glaube, es gab noch niemanden. Tutanchamun? Vergessen Sie das. Das hier ist eine Sensation. Wir haben auch eine Vermutung, um wen es hier geht. Ja, haben Sie jemals von Nitokris gehört? Der Ghoul-Königin? Diese Krankheit? Oh, nein. Ah, du kannst eine Probe für Okkultismus machen. 100. Nein. Was ist das? Ich denke, das habe ich mir mal in dem Dschungel angefangen, ja? Nein, es ist... Es handelt sich dabei um eine Sage, um eine ägyptische Pharaonin, die sehr ungewöhnlich war und angeblich lebendig begraben wurde in der dritten Pyramide von Gizeh, die sie wohl auch errichtet haben soll. Allerdings deutet alles darauf hin, dass wir vielleicht hier in ihrem eigentlichen Grabmal sein könnten. Das ist nämlich oft vorgekommen, dass man gesagt hat, dass eine Pharaonin, ein Pharao wo begraben wird, aber dann hat man ihn ganz woanders begraben, damit eben keine Grabräuber oder... Aber das Loch, jemand hat das Loch gemacht und das ist noch nicht lange her. Also war schon jemand hier, aber er hat nichts genommen. Vielleicht hatte er nicht so eine große Expeditionsrunde mit dabei und konnte dann das ganze Gold hier nicht mitnehmen. Die Steinplatte. Man braucht dazu Dutzende Männer, um sie zu bewegen. Wohl wahr. Nun ja, dann schauen wir uns weiter um, oder? Sehe ich hier, wenn ich mich ein bisschen genau umsehe, etwas, was deutlich fehlt? Vielleicht ein Podest, wo etwas hätte stehen sollen, aber hier steht nicht mehr? Oder irgendetwas? Nee, eigentlich nicht. Okay. Eigentlich nicht. Also ihr seht halt, dass im östlichen Teil der Kammer ist eine große Steinplatte vor einem Durchgang. Da stehen zwei Statuen daneben. Die seht ihr nicht so richtig, denn wie gesagt, ihr habt nur einen kleinen Lichtkegel. Der Raum ist groß, also ihr müsst wirklich zu jedem Artefakt hingehen. Und ihr seht aber, dass an der nördlichen Seite des Raumes, dass da noch ein offener Torbogen ist, der weiterführt. Ich sehe mir die... Ich gehe Richtung Wand. Spüre ich einen Luftzug. Richtung welche Wand? Zu dieser Steinplatte mit diesen zwei Mit den Wächtern. Zwei Statuen. Ja. Okay. Du gehst dorthin. Als erstes siehst du, die beiden Statuen sind nicht nur lebensgroß, sondern scheinen tatsächlich Mumien zu sein. Echte Mumien, bei denen offenbar die Köpfe ersetzt wurden. Einer den Kopf eines Krokodils, der andere den Kopf eines Schakals und beide halten ein Kopesch aus Bronze in den mumifizierten Händen. Also so nach unten. Das Schwert noch scharf? Ja, es ist noch scharf. Potzblitz. Expertinnen, was hat das zu bedeuten? Du spürst keinen Luftzug von der Platte. Das ist ungewöhnlich. In der Tat. Sowas sehe ich auch zum ersten Mal. Stehend mumifiziert und die Köpfe ersetzt? Ja, das ist eigentlich überhaupt nicht, wie man früher mumifiziert hat. Das ist nicht Teil des ägyptischen Totenkultes, wie wir ihn kennen. Hab ich das schon mal gehört, dass man... Mumien andere Köpfe drauf sitzt. Ja, mach eine Probe auf Okkultismus. Komm schon. Go 100. 26. Schwieriger Erfolg. Schwieriger Erfolg, echt. Boah, wenn es drauf ankommt, haben wir vielleicht doch... Also, das hat nichts mit Archäologie zu tun, aber in Kairo, also dich da in gewissen Vierteln herumgetrieben hast, nach okkulten Dingen geforscht hast, hast du tatsächlich etwas... von einem, vielleicht ist es ein Kult, du bist dir nicht sicher, aufgeschnappt, der die Kinder der Sphinx genannt wird. Und dabei soll es sich um Menschen mit Tierköpfen handeln. Was? Wobei man nicht genau weiß, warum, aber
da gibt es Geschichten, dass man genauso mumifiziert hat, aus welchem Grund auch immer. Diese Kinder der Sphinx, unsere Angreifer. Ich habe gehört, dass, ich weiß nicht mehr, in was für ein Zusammenhang, aber dass die Tierköpfe hatten. Konnte jemand genau diese Reiter beobachten? Nein, wir hatten ja leider niemanden. Aber das war etwas, worüber die Angestellten gemurmelt hatten. Sie meinten so, sie hätten sich gerne einen der Reiter angesehen, um irgendetwas zu beweisen. Aber ich habe diesem Kauderwelsch nicht keine Bedeutung geschenkt. Ich meine... Und diese Reiter waren die Schützer dieses Grabes. Sie wollten uns aufhalten. Es gibt alles Sinn. Das ist in der Tat eine Sensation, was wir hier haben. Können Sie feststellen, wie alt die Mumien sind? Natürlich kann ich das feststellen. Probe auf Archäologie. Komm schon, Archäologie. 66, ja. Also die müssen auf über 2000 vor Christus datiert sein. Die müssen auf über 2000 vor Christus datiert sein. Also richtig, richtig alt. Mumifizieren hast du zufällig nicht als Fertigkeit, oder? Mumifizieren? Ja, das wäre Handwerk, Kunst. Ich habe... Nein. Okay. Nein, leider. Alles klar. Schade. Ich hätte Anthropologie. Ja, du könntest eine Probe drauf machen. Anthropologie, ja. 71 hilft nicht. Okay, alles klar. Ah, wobei doch, lass mich mal hier die 20 Glück ausgeben. Da bin ich jetzt neugierig. Okay, was möchtest du denn tun? Ich würde gerne bei diesen Mumien irgendwie genauer rausfinden, wie die mumifiziert wurden. Also ob das irgendwie... ob den Leuten der Kopf abgetrennt wurde und dann der Tierkopf mit mumifiziert wurde, also wie das gemacht ist einfach. Okay. Du gehst dahin, du musst diese alten Bandagen abreißen. Grace, ich hoffe, das macht man so, aber ich bin ein bisschen neugierig. Ist okay, aber vorsichtig. Vielleicht können wir es trotzdem nachher noch halbwegs heil herausfinden. Ist das wirklich okay? Ich meine, das sind die Wächter dieser Grabkammer. Was soll passieren? Sollen sie sich auf einmal anfangen zu bewegen? Genau das, ja. Ach, das sind doch Gruselgeschichten für Kinder. Okay. Du hast die Probe geschafft, ne? Ja. Die Köpfe wurden nie abgetrennt. Ich lasse das los und stolper zurück. Mach bitte eine Probe auf Stabilität, als du erkennst. Geschafft. Dass die verwachsen sind. Das ist verwachsen gewesen. Also, der Kopf ist am Körper gewachsen. Also es ist nicht so präpariert, sondern dass... Die haben diese Köpfe? Die haben diese Köpfe? Also das, was wir immer nur als Hieroglyphen normalerweise sehen, ist echt? Eine vollkommen neue Spezies. Die ägyptischen Götter, die auf der Erde wandeln? Plötzlich gibt es einen Knall und eins der Kopisch fällt zu Boden. Und mit ihm eine mumifizierte Hand. Die ist offenbar einfach abgebrochen, als Dr. Florence was daran gerüttelt hat. Oh, das tut mir leid, das tut mir, ich wollte die nicht beschädigen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich das aufheben und wieder so dran halten? Du kannst es dran halten, aber... Ich denke, das muss man vielleicht wieder mit dem richtigen Werkzeug zusammenfügen. Oh je. Ja, aber das ist, glaube ich, eine Sache, über die wir uns Gedanken machen, wenn wir die hier rausschaffen. Oh ja. Ich nehme das Kopisch auf jeden Fall. Du nimmst das Kopisch? Okay. Dann nimmst du es mit der Hand, die dran ist, und du musst die alten Fingern auflösen. Ich lasse mal die Hand dran. Lord Solfer, das wollen Sie doch jetzt nicht mitschleppen die ganze Zeit. Wir müssen das reparieren. Ja, aber... Wollen Sie unbedingt das Messer... Nein, das Schwert? Nicht unbedingt. Ich habe ein Klappmesser in meinem Besitztümern. Aber... Ich schaue mich mal um, ob es Kanopen gibt. Um zu gucken, ob diese mumifizierten Dinger irgendwas mit normaler... Meine Probe verborgenes erkennen. Okay. Nein. Nein, da gibt es keine Kanopen. Nirgends. An dieser Steinplatte sind da Symbole? Ja. Was sind diese Symbole? Was ist Lord Swordweller? Diese Wächter, sie bewachen etwas. Ja. Also. Oh, das ist... Oh, ich bin... Okay. Ich übersetze.
Probe für Glühwein. 88. Was? Willst du Glück ausgeben? Was sagen Sie da? Ja. Notausgang? Das glaube ich, hat es zu dieser Zeit noch nicht gegeben. Ich gebe aus, ja. Ich gebe 14 aus. Hier wurde etwas versiegelt. Das sind Zeichen, eine Art Bannspruch. Also jetzt nichts Okkultes, sondern tatsächlich etwas, das es gab, das man öfters fand in Gräbern, das du kennst. Aber hier wurde etwas versiegelt in dieser Kammer. Also das ist in der Tat jetzt wieder sehr klassisch. Es ist ein Spruch, der diese Tür versiegeln soll. Eine Art, nun ja, etwas, was man typischerweise in anderen Gräbern findet. Ich würde vermuten, wir haben ein Grab gefunden. Bedeutet das, dass dahinter noch etwas ist? Definitiv. Also an den Rändern findest du Zeichen für eine Grabkammer. Also es lässt tatsächlich darauf schließen, dass hier dahinter die eigentliche Grabkammer ist. Oh, und schauen Sie hier, das ist definitiv eine Grabkammer. Ja, jetzt wo Sie es sagen. Wenn das wirklich die Grabkammer der Nitokris ist. Oh mein Gott. Meine Damen, und ich deute auf das unzählige Gold hinter uns, reicht das nicht schon als Fund? Was? Nein, auf keinen Fall. Wir sind doch nicht hier, um uns zu bereichern. Genau, für die Wissenschaft wollen wir einen noch spektakuläreren Fund. Ja. Spektakulärer, noch besser. Und hier haben Sie den Beweis. Es befindet sich eine Grabkammer hinter dieser Tür. Wir wissen, dass es ist. So stimmt. Also, wir sollten mal weiter erkunden. Ich möchte sie öffnen. Ja, wo soll es denn hier sonst hingehen? Naja, da gibt es noch einen Durchgang. An der nördlichen Seite des Raumes seht ihr die Umrisse eines offenen Torbogens. Also wenn du näher gehst, Lord Saltwater, siehst du, der war ebenfalls ursprünglich mal mit Gips versiegelt, wurde aber halb aufgebrochen. Und man kann über die zerbrochenen Gipsplatten hinwegsteigen. Von innen aufgebrochen oder von außen? Von außen. Also die Trümmer liegen innen. Wir sollten uns das mal ansehen. Ich bin nicht d'accord damit. Ich bleib bei der Grabkammer und du bleibst bei der Grabkammer? Möchte die öffnen. Zwischen den beiden Statuen. Öffnen Sie nicht die Grabkammer. Ich weiß, dass Ihr amerikanischer Wille alles auf Zerstören aus ist. Aber das hat auch nichts mit Zerstören zu tun. Das ist für die Wissenschaft. Mach doch bitte eine Probe auf Stärke, Dr. O'Malley. Okay. Hier. Da habe ich habe 23 gewürfelt und ist das zweite. Also ein schwieriger Erfolg, ja. Okay, du klemmst dich an die große Steinplatte. Sie ist lang nicht so riesig und massiv wie die am Eingang, aber kaum von einem Menschen zu bewegen. Also du schaffst es, dass sie ein bisschen erzittert. Also ja, man könnte sie nach innen aufdrücken mit viel Einsatz. Aber für eine Person allein ist es nicht zu schaffen. Ich schaffe das nicht alleine. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ach, Lord Saltwater, kommen Sie. Sie sind doch ein Abenteurer. Wollen Sie nicht wissen, was dahinter ist? Wo ist denn jetzt der Abenteuergeist? Lieber der Spatz in der Hand als der Adler im Hühnerstall. Irgendwie so. Sind wir nicht schon zufrieden mit den Schätzen hier? Nein. Ich werf mich gegen. Ich habe 2, ist ein extremer Erfolg. Okay. Dr. O'Malley drückt und drückt und drückt. Es erzittert. Dr. Florence sieht das, dass sich da irgendwas tut, stemmt sich ebenfalls dagegen. Ihr stemmt euch dagegen. Sand und Staub rieselt euch von oben auf den Kopf und dann ganz langsam gibt's ein Knirschen und die Grabplatte geht auf. Nach innen auf. Bis ihr sie ganz geöffnet habt. Ja. Und jetzt kommt euch so ein richtiger Schwall von abgestandener Verwesungsluft entgegen. Das riecht nicht gut. Nee, das riecht nicht nach gut mumifiziert. Danke. Ihr habt den gesamten Raum jetzt verstunken. Danke. Kommen Sie mal her mit dem Licht. Oder habe ich noch die Fackel? Ich glaube, jeder hat noch eine Öllampe, steht irgendwo daneben. Ich würde einmal so reinleuchten in den Raum. Okay, Saltwater. Ich bleibe im Abstand
im Hauptraum. Du bleibst im Hauptraum und ihr beide, Dr. Florence und Dr. Melly, geht rein in die eigentliche Grabkammer. Dann habe ich jetzt als erstes eine neue Karte für euch. Ihr seid jetzt hier in der Grabkammer. Und ihr beide seht, ein großer Sarkophag nimmt fast den gesamten Raum ein. Um den Sarkophag waren irgendwann mal Aufbauten aus geschnitztem Holz angebracht. Mittlerweile sind sie jedoch lange zerfallen. Der Sarkophag ist schwer und zeigt die Abbildung eines Mannes mit Hyänenkopf am Deckel. An der südlichen Wand seht ihr noch so in Dunkelheit, dass es da wohl weitergeht. Und das war's. Verglichen mit dem anderen Raum gibt es hier kaum Schätze. Nur diesen großen, geschlossenen Sarkophag. Puh, ein Sarkophag. Also, wir hatten recht. Das ist die Grabkammer. Wir müssen ihn öffnen. Naja, vielleicht sollten wir uns erstmal weiter umgucken, ob wir noch weitere Inschriften finden. Und ich leuchte. Ja, tun Sie das bitte, tun Sie das bitte. Ich leuchte die Wände ab und dann auch den Sarkophag selber, ob es irgendwelche Inschriften drauf gibt. Hier gibt es sehr wenig Inschriften. Also es gab mal auf den Holzvertiefelungen, da gab es mal sehr viel. Da war mal eine richtige Geschichte dargestellt. Aber dadurch, dass ihr mittlerweile wisst, dass das über 2000 Jahre alt ist, wahrscheinlich älter, ist das halt so weit zerfallen, dass ihr da nichts mehr rauslesen könnt. Ja, ich würde mir einfach mal den Sarkophag ein bisschen genauer anschauen, ob ich da irgendwas erkennen kann. Der Sarkophag ist ebenfalls mit Gold verziert und zeigt am Deckel also richtig die herausgekommene Abbildung eines Mannes mit Hyänenkopf. Also das ist nicht nur ein Bild, sondern das ist richtig reingearbeitet. Faszinierend. Grace, ist Ihnen ein ägyptischer Gott mit Hyänenkopf bekannt? Tatsächlich nicht. Mir würde auf die Schnelle keiner einfallen. Dr. O'Malley, mach bitte eine Probe auf MA, als du bei dem Sarkophag herumtastest. Ich habe 51, 40 habe ich. Nicht geschafft. Nicht geschafft. Nicht geschafft. Ich hole nochmal mein Buch raus und gucke, ob ich irgendeinen Hinweis auf hyänenköpfige Götter finde. Ja, mach den Beruf Bibliotheksnutzung. 29, das ist ein schwieriger Erfolg. Du findest eigentlich nur heraus, dass das keine gängige Praxis ist. Keine gängige, nachvollziehbare, dokumentierte ägyptische Praxis. Also nichts, das du hier drinnen siehst, auch die Schätze nicht, passen irgendwie da dazu. Also das ist alles sehr, sehr ungewöhnlich. Naja, wir haben es mit irgendeinem eigener Art von Totenkult zu tun. Ja. Passt hinten und vorne nicht zusammen. Es passt nicht zu dem, was wir kennen, aber es würde zur Pharaonin passen. Und wenn wir das hier jetzt hier sehen, gibt es mir noch mehr das Gefühl, dass wir in ihrer Grabstätte sind. Weil sie hat sich ein paar der Eigenschaften zunutze gemacht, die man, oder der Rituale, die man so bei normalen Bestattungen sieht, aber gemischt mit ihren eigenen Vorstellungen. Vielleicht finden wir hier jetzt Kanopen. Plötzlich hört ein Kratzen. Hast du das gehört? Aus welcher Richtung? Ne, wollen wir horchen? 99. Warte mal, was habe ich denn horchen? Oh Gott. 29. Ich habe 20. Ich mache 9 Glück, oder? Willst du Glück ausgeben? Wunderbar. Ja, natürlich will ich Glück ausgeben. Es kommt von der Innenseite des Sargdeckels. Kratzt da etwas gegen den Sargdeckel? Ist da vielleicht jemand von innen? Das kann nicht möglich sein. Wenn Nitokris, also, ich meine, selbst wenn sie wirklich lebendig vergraben worden sein. Sie kann nach 2000 Jahren nicht immer noch lebendig da drin sein. Das geht nicht. Schauen wir uns weiter um. Vielleicht spielt uns die Dunkelheit und die Schlechtheit. Dennoch hörst du ein Kratzen. Immer noch. Von der Innenseite des Sarkophages, Dr. O'Malley.
frag mal was in Arabisch, so, hallo, ist da irgendwer drinnen? Oder vielleicht sind es auch nur Käfer? Also ich spreche mal zum Sarkophag. Mach nochmal eine MA-Probe. Oh nein. Na, 51. Okay. Nicht geschafft, leider. Deine Stimme verhallt in dieser alten, lange vergessenen Kammer. Ich glaube, dass vielleicht irgendeine Art Ungeziefer möglicherweise damit drinnen ist. Auch das wäre sehr ungewöhnlich für eine Mumifizierung. Es wäre sehr, sehr ungewöhnlich, aber wer weiß, vielleicht wurde schlampig gearbeitet oder so und dann... Auch wenn der Sarkophag nicht so aussieht. Ich meine, wir konnten mal gucken, ob es irgendwo ein Loch gibt oder eine Öffnung, wodurch irgendwelches Ungeziefer hineingelangt ist. Ich gehe mal um den Sarg rum, okay, und gucke ihn mir von allen Ecken an. Geht um den an. Sarkophag, geht in die Knie, seht euch das alles an. Lord Saltwater, währenddessen stehst du draußen vor der Kammer. Die Wachen haben sich nicht bewegt. Die Wachen haben sich nicht bewegt. Naja, es gibt noch immer diesen Raum nördlich. Ja, den gibt es. Da schlendere ich mal hin. Er lasst uns einfach allein. Okay. Ey, wir sind zu zweit. Also ja, du siehst, da war mal eine Gipswand. Die wurde, wie gesagt, eingeschlagen von außen. Du steigst über die Reste und siehst, im Vergleich zur Vorkammer ist dieser Raum eher schlicht und gefüllt mit religiösen Artefakten. An der südlichen und nördlichen Wand wurden zwei gewaltige Wandgemälde in Stein geritzt. An der östlichen Wand steht ein Schrein. Darauf ein goldenes Ankh, das auf dem Kopf steht. Hunderte goldene Fortsätze ragen wie Tentakel aus allen Seiten dieses Ankhs. Und am Fuße des Schreins liegt ein menschliches Skelett in Kleidungsfetzen. Daneben eine alte Umhängetasche und ein kleiner Beutel. Dieses Skelett, diese Kleidungsfetzen, sind die neumodisch? Ja. Lass mich raten, die Hand ist so ausgestreckt zum Altar? Ganz genau. Diese Fortsätze, sind die auch aus Gold, die von dem Bank auskommen? Okay. Und ich habe das noch nie gesehen. Dann kannst du eine Probe auf Okkultismus machen. 41. Geschafft. Nein, ich gebe kein Glück aus für einen extremen Erfolg. Normaler Erfolg. Normaler Erfolg. Ja. Das Ankh an sich kennst du als Symbol, welches Leben bedeutet. Die Umkehr könnte auf eine absichtliche Entweihung hindeuten, aber die Tentakel können in diesem Zusammenhang kaum eingeordnet werden. Vielleicht steht das Gebilde für eine Art Zwischenwelt, ausgehend vom ägyptischen Bild des Lebens nach dem Tod, könnte das einfach ein Zwischenstadium darstellen. Weder tot noch lebendig. Also unlebendig. Oder untot. Naja. Die Tasche, kann ich die nehmen, ohne dass ich mich dem Schrein zu sehr nähere? Kannst du tun, ja. Dann nehme ich die. Du nimmst die Tasche, es gibt einen Knacken. Und das Schulterskelett fällt ab. Bewegt sich nicht. Also, du es bewegst steht, das Skelett steht, etwas, aber. Aber es steht nicht da auf und sagt, hey, gib mir das wieder. Es fällt zu Boden, so der Arm, der skelettierte Arm. Da hing die Tasche drüber mit einem Riemen. Und dann hast du die Tasche in der Hand. Ich öffne die Tasche. Die Tasche enthält ein Handtuch. Eine halbvolle Flasche mit abgestandenem Wasser. Einen Pass. Haha. Ein ledergebundenes Tagebuch. Und eine Stange Dynamit. Oh. Ja. Ja, ich, eigentlich sind wir auch in einem Keller hier, wenn man es genau nimmt. Stimmt. Ich sehe mir den Reisepass als erstes an. Du kannst ihn nicht lesen, du glaubst aber, dass es Deutsch sein müsste. Okay. Hast du Deutsch? Nein. Okay, dann kannst du nichts weiter lesen. Sprache. Auch das Tagebuch ist in Deutsch. Aber den Namen vielleicht auf dem Reisepass? Sascha Kahner. Profession Grabräuber.
Das steht da nicht. Und auch das Tagebuch ist in Deutsch komplett. Ja. Ich blättere einfach mal so ganz sporadisch, ob etwas zwischen den Seiten ist. Nein, das nicht. Außer Sand und Staub. Und es ist handschriftlich vollgeschrieben einfach. Okay. Das ist ein skelettierter Körper. Ja. Die Kleidung passt aber zu unserer Zeit. Ja. Wie kann etwas schon skelettiert sein? Hier drin. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Der Fluch der Pharaonin. Das wird mir zu gefährlich. Ich sollte meine Gefährten holen. Die Wand war ein... Habe ich mir das schon mal angesehen? Nein, habe ich nicht angesehen, oder? Was für eine Szene wird da beschrieben? Das Wandgemälde? Ja. Da bräuchtest du ebenfalls eine Probe auf Archäologie oder Hieroglyphen, um das zusammenzusetzen. Denn, also die allgemeinen Informationen sind, das Wandgemälde an der südlichen Mauer stellen eine lächelnde, in schwarz gekleidete Pharaonin dar, die eine übergroße Waage hält. Auf der Waage wird ein Herz gewogen und zu Füßen der Pharaonin kniet ein Mann mit einem Holzkopf. Wolfskopf. Mit einem Wolfskopf. Er hat eine klaffende Wunde an der Brust und darunter sind Hieroglyphen zu sehen. Okay. Na, der Nordwand? Ich sehe mir nur die Bilder an. Das Wandgemälde an der nördlichen Mauer stellt eine gar abscheuliche Szene dar, in der eine ägyptische Stadt von einer Armee schrecklicher Kreaturen angegriffen wird. Es gibt zwei Arten von Kreaturen, diejenigen, die den Körper eines Menschen und den Kopf eines Tiers haben, und diejenigen, die den Körper eines Tiers und den Kopf eines Menschen haben. Einige der Kreaturen fressen Leichname. Andere vergnügen sich in dem Chaos. Eine Pharaonin, tot, bleich und mit einer zerfressenen Gesichtshälfte, sitzt in schwarz gekleidet auf einem pyramidenartigen Thron, der von vier Männern mit Nilpferdköpfen getragen wird. Ich habe doch diesen Damen oft genug zugesehen, wie sie das tun. Vielleicht schaffe ich etwas mehr Informationen aus dieser Wand herauszufinden. Archäologie, hast du gesagt? Ja. Eins habe ich hier. Ich versuche hier wirklich komplett laienhaft. Darf ich Glück ausgeben? Du darfst Glück ausgeben. Dann gebe ich 7 Glück aus. Und habe es geschafft. Okay. Normaler Erfolg mit 1. Okay. Geil. Die hundsköpfige, kniende Gestalt könnte die Darstellung einer ägyptischen Gottheit sein. Entweder Anubis oder Seth. Die Szene ähnelt der Zeremonie des Wiegens des Herzens, in der die Götter beurteilen, ob eine Person in das Leben nach dem Tod eintreten darf. Hier scheint es aber so, als würde diese lächelnde Pharaonin das Herz eines Gottes wiegen, wenn es tatsächlich Anubis oder Set ist. Also es ist komplett verzerrt. Und die Gestalt mit dem Wolfskopf hat eine klaffende Wunde in der Brust und ist aber als noch lebend dargestellt. Das ist sehr unüblich. Bräuchte ich für die Nordwand auch nochmal eine Probe? Es gibt nur noch die Hieroglyphen, die unter der Szene mit dem Herz wiegen sind. Und dazu bräuchte ich wirklich eine Probe nur auf Hieroglyphen. Ja. Das habe ich überhaupt nicht, also kann ich es auch nicht versuchen. Na gut, hier geht etwas sehr Unnatürliches vor. Ich gehe zu... Ja, ich gehe zu Grabkammer zuerst. Ja. Ich folge meinen Gefährtinnen. Du gehst zur Grabkammer, ihr beide kniet und kriecht am Boden um den Sarg herum. Aber da sind absolut keine Löcher. Der ist, also ihr müsst halt viel von dem Holzschutz beiseite räumen, was halt einfach zerfallen ist, kriecht im Staub am Boden. Es ist ein riesiger Steinboden, aber der Sarkophag selbst ist sehr schön gearbeitet. Er ist offenbar aus Stein gehauen
und mit Gold eingelegt. Also richtig dick mit Gold eingelegt. Da sind keinerlei Löcher oder Risse. Ein sehr hochwertiger Sarkophag. Das muss auf jeden Fall einer sehr wichtigen Person gehören. Ja, aber... Es erklärt trotzdem noch nicht, woher das Kratzen kommt. Er ist komplett verschlossen, ja. Mhm. Das heißt, was immer da drinnen ist... Ich denke, es darf da drinnen bleiben. Und dann kommt Saltweather in den Raum. Saltweather? Hey, Lamm! Ah, Saltweather. Jetzt kehren Sie hier nicht zusammen. Stehen Sie auf. Wir haben den Sarg genauer untersucht. Sagen Sie, seien Sie kurz still. Hören Sie das auch? Meine Probe brauchen. 94, nein. Du hörst absolut nichts. Die Stille eines Grabes. Dieses Kratzen. Hören Sie das denn nicht? Es aus dem Sarg. Vielleicht schauen Sie sich mal diesen Sarkophag genauer an. Wie, aber was soll ich da sehen? Ja, sehen Sie nicht dieser eigenartige Kopf, Tierkopf? Es ist ganz untypisch. Hyänenköpfe. Hyäne. Ja, das ist normalerweise keine typische Figur aus der ägyptischen Mythologie. Hier ist absolut nichts typisch. Ich habe mir die nördliche Kammer angesehen. Was haben Sie dort entdeckt? Einen tödlichen Schrein. Einen tödlichen Schrein? Wie kommen Sie darauf, Lord Saltweather? Weil vorne ein Toter gelegen ist. Was? Ein Toter? Eine Mumie? Nein, Skelett. Mann, Grabräuber. Ich habe hier sein... Kann ich mit Deutsch? Ich habe hier sein Tagebuch. Geben Sie mal her. Können Sie Deutsch? Ja. Oh. Ich bin Sprachwissenschaftlerin. Was denken Sie denn? Psychologie. Lügt sie mich an. 2. Sie nimmt das Buch und fängt an zu lesen. Kannst du wirklich Deutsch? Ja. Potzblitz. Ich kann 60 Deutsch. Potzblitz. Wissen Sie, bevor ich nach Ägypten gekommen bin und, naja, man musste auch irgendwie anderweitig sein Geld verdienen. Bisher habe ich sehr viel germanische Schriften übersetzt. Da ist es ganz gut, wenn man Deutsch kann. Oh, waren Sie im Krieg? Was? Nein. Um Gottes Willen, wie kommen Sie darauf? Naja, Sie können Deutsch. Lord Saltweather, man kann diese Sprache studieren und erlernen wie jede andere Sprache auch. Ich war nicht im Niemandsland, aber... Ich weiß ja nicht, was Sie für ein Bild von der Welt haben, aber naja. Ich lese. Die Einträge reichen von 1910 bis 1916 und beschreiben Sascha Karners Arbeit als Anthropologe, darunter auch seine Reisen nach Ägypten und seine Versuche, antike ägyptische Artefakte ausfindig zu machen. Zusätzlich schreibt Kane auch über seinen englischen Gefährten, einen Archäologen namens Dr. Gerald Sutton. Viele der Einträge beschreiben die schwierigen Arbeitsbedingungen aufgrund des Weltkriegs. Kane lobt oft Sutton für seine Hilfe im Umgang mit den englischen Behörden. Die letzten 4 Einträge scheinen am bedeutendsten zu sein. Deswegen kriegst du ein Handout. Oh, darfst du mal vorlesen? Also, es ist keineswegs ein Grabräuber. Der Herr hatte das gleiche vor wie wir hier. Es war ein Forscher. Naja. Jetzt, Mr. Saltweather. Ich weiß auch nicht, was man jetzt hier lachen. Naja, ich meine, wer ist hier unangemeldet eingebrochen in einer Grabkammer? Wir, Lord Saltweather. Wir. Die Wissenschaft. Ihr. Ich wollte mich mit der Schatzkammer da draußen begnügen. Lesen Sie vor. 7. August 1916. Wir haben von erbitterten Kämpfen im Norden in der Nähe des Suezkanals erfahren. Unsere Männer haben so schon genug Angst, selbst ohne die Gefahr, im Kreuzfeuer erschossen zu werden. Ihr Aberglaube hat die Ausgrabung schon mehr als einmal verzögert und ich will keine weiteren Unterbrechungen. Wir graben uns unermüdlich durch den lockeren Sand und die Steine. Wir sind ganz nah dran. 3. September. Heute war ein glorreicher Tag. Wir haben den Eingang gefunden. Es war schwierig, die Tür zu öffnen, aber wir haben ein Flaschenzugsystem gebaut, welches uns den Zutritt ermöglicht hat. Im Inneren wartet noch mehr Arbeit auf uns. Splitter aus Kalkstein haben den ganzen Tunnel versperrt. Ich habe die Entfernung der Steine gestoppt, bis ich die Struktur genauer untersucht hatte und dokumentiert, was wir bisher wissen. Sutton glaubt, dass meine akribischen Aufzeichnungen unnötig sind und zu viel Zeit in Anspruch nehmen. 1. Dezember. Endlich ist der Tunnel fast frei. Einige der Arbeiter zeigen sehr viel Interesse an den beschädigten Hieroglyphen im Gang. Heute werden wir die letzten Steinsplitter entfernen und die Anlage untersuchen. Die Steine sehen instabil aus. Es könnte zu riskant sein, hier Sprengstoff zu benutzen. 3. Dezember. Sutton ist tot. Die örtlichen Arbeiter griffen uns an und haben sein Genick gebrochen, als er sich weigerte, sich ins Innere des Grabes drängen zu lassen. Hütet euch vor den Kindern der Sphinx. Ich werde einige Stunden hier warten in der Hoffnung, dass sie dann fort sind. Ich werde einige Schmuckstücke einsammeln und dann fliehen.
Dieses Grab soll nicht auch noch meines werden. Ich kann Geräusche hören. Etwas ist mit mir hier drin. Also ihm scheint etwas Ähnliches zu widerfahren sein als uns hier. Und es ist sein Grab geworden. Aber, also die Idee mit dem Sprengstoff ist... Wie kommt der überhaupt auf so etwas, Sprengstoff hier hineinzubringen? Ja, das verstehe ich auch nicht ganz. Ja, er hatte nur diese eine Stange mit. Denken Sie nicht mal dran, die Nein. zu benutzen. Da steht drinnen, dass es zu gefährlich wäre, den Sprengstoff zu benutzen. Außer wenn man nicht umgehen kann, das stimmt. Ein wichtiges Kulturgut zerstört. Auf jeden Fall. Aber was könnte mit ihm hier drinnen sein? Etwa das, was wir hier gerade im Sarkophag gehört haben? Wie sagten Sie, sah er aus? Ein Skelett. Ein Skelett. Skelettiert. Ich meine, er liegt jetzt erst seit 10 Jahren, ist man nach 10 Jahren schon so weit fortgeschritten. Das kommt darauf an, was für, also ja, doch möglich. Ja? Okay. Ja, bei den vielen Insekten, die es hier gibt, in dieser verschlossenen, versiegelten, luftdichten Kammer. Das ist das, was mich auch ein bisschen beunruhigt. Das ist die Kammer des Todes, wir sollten hier verschwinden. Aber wie wollen wir denn verschwinden? Der Ausgang ist blockiert. Nicht mit Dynamit. Ich weiß ja nicht. Wir sprengen diesen großen Stein einfach weg. Und dann können wir hinaus. Und der Gang ist weit genug von der Kammer entfernt. Nun ja, das wäre das letzte Mittel, denke ich. Wo wir gerade davon reden, wie viel Wasser und Nahrung haben Sie jeweils einstecken? Moment mal, das letzte Mittel? Was ist das erste Mittel? Nun ja, vielleicht ist noch jemand oben, der die Platte von außen öffnen kann. Mhm. Ich könnte noch irgendwie auf uns aufmerksam machen. Das könnte sein. Nun ja, wir waren gerade dabei, die Grabkammer zu untersuchen. Ja. Und da hinten geht es noch weiter. Noch ein Durchgang? Noch ein Durchgang. Vielleicht gibt es einen zweiten Ausgang? Eine zweite Grabkammer? Noch mehr Schätze. Mit ungewöhnlich. Noch mehr Artefakte. Noch mehr Tod. Vielleicht gibt es da ein paar Noch Kanonen. Mehr Ruhm. Wir sollten auf jeden Fall uns die hintere Kammer auch noch Ja, gucken. Untersuchen wir die mal. Gerade als er sich umdreht, hört er ein Schaben von dem Sarkophag. Und ihr seht, wie sich der Deckel langsam zur Seite schiebt von innen. Ich werf mich dagegen ich und versuche, den zuzuhalten. Okay. Ich schau fasziniert. Ich lege mich auf den Sarkophag. Macht bitte eine Probe auf Stärke, ihr beide. 7, extremer Erfolg. 42, normal. Normaler Erfolg und extremer Erfolg. Ja. Ihr schafft es gerade so. Also ihr merkt, von drinnen wird mit ungeheuren Kräften dagegen geschoben. Machen Sie was? Und ihr schafft es gerade. Ich drücke schon. Grace, helfen Sie mit. Was auch immer da drin ist, es will raus. Aber vielleicht ist es ein Sensationsfund, was immer da drinnen ist. Stellen Sie sich das vor. Durch den kleinen Spalt schiebt sich eine mumifizierte Hand, packt die Seite des Sarkophagdeckels und drückt weiter. Ich gehe urschnell hin und ich möchte mit meiner Kelle, aber mit der Spitzenkelle, trenne ich die Finger ab. Okay, mach eine Probe auf Handgemenge. Come on. Na gut, dann habe ich nicht geschafft. Okay. Du ziehst auf, stichst zu mit der Kelle, aber du schaffst es nicht. Die Hand verschwindet. Die Kelle trifft auf den Stein und der Deckel wird von innen weiter zur Seite geschoben. Ihr beide schafft es gerade so dagegen zu halten. All eure Muskeln zittern und ächzen und trotzdem fühlt es sich so an, als würde von innen Millimeter um Millimeter der Sargdeckel weiter aufgeschoben werden. Wir müssen hier raus, wir müssen hier raus. Kann ich auch noch versuchen mitzuhelfen, es noch zu machen? Kannst du mit einer großen Stärke. Okay. Ich helfe euch! Nicht! Oh Gott! Dann gibt es einen Ruck und ihr verliert weitere 10 cm, wo der Sargdeckel weiter aufgeht. Also vielleicht sollten wir wirklich rennen? Auf 3? Aber wohin? Zum Ausgang? Zum Ausgang, zum Ausgang! Der zu ist! Das Dynamit! Das Dynamit! Oh nein! Okay. Auf 3? 1! Aber die Schätze! 1! 2, 3, loslassen und rennen. Okay, ihr lasst los, rennt raus durch den Raum mit den vielen Schätzen vorbei am ägyptischen Streitwagen und klettert durch das Loch in der Gipswand. Hinter euch hört ihr polternd den Sargdeckel zu Boden fallen.
Was ist da hinter uns her? Ich will mich nicht umdrehen. Der Fluch der Mumie. Bevor ich aber durch das Loch krabbel, ja? Schnapp ich beim Vorbeirennen einfach irgendwo ganz blindlings, egal. Ich schnapp einfach nur in irgendeinen Schatz. Nimm irgendwas in die Hand. Okay. Ich greife nach irgendwas. Solzhatter ist als erster bei der Gipswand, klettert durch, hinter ihm. Dr. Florence, Dr. O'Nelly will auch schon rein durch das Loch, dreht sich dann nochmal um, holt ein paar Schätze, läuft wieder zurück. Und in dem Moment, als du die Schätze holst und nochmal zurück zur Grabkammer blickst, siehst du in dem Durchgang etwas aufgerichtet. Fast 2 Meter groß, ein mumifizierter Mann mit dem Kopf einer Hyäne. Oh Gott. Ich... Ein ausgetrockneter, einbandagierter Körper, der irgendwann mal muskulös gewesen war. Die Augen des Hünenkopfes leuchten in brennendem, irrsinnigen Hass, suchen den Raum nach euch ab. Du vernimmst sogar ein Schnüffeln und ein verzerrtes Hyänenlachen. Mach bitte eine Probe Stabilität. Oh Gott. Der wichtigste Wurf. Komm schon, tui, tui. Ich habe eine 1. Ist das eine 1? Eine 1. Oh mein okay. Gott! Dann wendest du dich ab, steckst die Schätze ein, schiebst die Fackel durch das Loch und kletterst drunter durch. Ich hab ins Grauen geblickt. Es ist ein 2 Meter großer Mann mit dem Hyänenkopf. Jetzt kommen sie zu sich und ich gebe ihr eine medizinische Ohrfeige. Oh, Dankeschön. Wir müssen zum Ausgang. Los, schnell! Vorfälle, was sollte das? Gehen Sie dahin und sprengen Sie uns den Weg frei. Bitte! Geht sich der Abstand aus oder sprengen wir uns da selber weg? Müssen wir da nochmal durchklettern? Lauft ihr zur Grabplatte? Ja. Ja. Okay. Ihr lauft zur Grabplatte. Hinter euch ist es einen Moment lang still. Ihr seid bei der Grabplatte. Ihr bräuchtet eine Probe auf mechanische Reparaturen oder Sprengen, wenn ihr das habt. Ich habe mechanische Reparaturen 40. Um herauszufinden, wie ihr das Dynamit platziert. Ich habe mechanische Reparaturen 10. Ich habe keine Ahnung. Auch 10. Probieren können wir es. Naja. Jeder gibt es dann einfach zum Besten. Ja. Oder nein, ich... Nein. Ich habe 2. Das ist... Was sind das für... Jetzt gute extrem, Würfe. Oder? Ja. Ein extremer Erfolg. Okay. Ihr stolpert durch den Gang, die ganzen 8 Meter, hüpft über die mumifizierten Schakale, die da am Boden liegen. Was ist das? Was ist das? Die haben wir vorhin gefunden, egal. Das war nicht erwähnenswert. Nein. Mit wem bin ich hier eingesperrt? Seid an dem großen Verschlussstein. Saltwetter und Florence tasten nur daran herum. Er ist immer noch so schwer. Legen Sie das Dynamit davor. Wohin? Geben Sie es mir. Ich weiß, wie man damit umgeht. Wie gehe ich damit um? Du siehst dir das Ganze an, suchst ein paar Risse, versuchst es zu ergründen, wo du das Dynamit reinstecken musst. Das dauert ein bisschen. Ich muss noch kurz ein bisschen schauen, ich weiß nicht... Und dann gibt es hinter euch ein gewaltiges Poltern und die Gipswand bricht. Etwas bricht in Staub und weißen Kalk durch die Gipswand und ihr alle seht diese einst muskulöse, mumifizierte Gestalt eines Mannes, auf dessen Schultern ein Hyänenkopf sitzt, mit dem er gut 2 Meter groß ist. Und der Hyänenkopf, der sieht noch sehr lebendig aus. Fast ist euch, als würde Geifer von den Sehnen herabtropfen. Die Augen mustern euch rot. Die Gestalt ist so durchgebrochen ins Taumeln gekommen, richtet sich gerade schnüffelnd auf. Seht nicht hin! Dr. O'Malley das Dynamit platziert hat. Aber wir stehen direkt davor, aber noch nicht. Okay, du hast eine Fackel, ja? Ah, ich habe noch eine Fackel, ja. Geht in Deckung, in die... Sind diese Löcherdinger groß genug, dass wir da in Deckung gehen könnten, ne? Könnte funktionieren. Die Löcher! Die Löcher, versteckt euch dort! Da kommen sie! Nicht selber Southwater mit ich in Richtung des Monsters. Auf das Monster zu. Macht bitte eine Stabilitätsprobe, ihr beide. Falls ihr 7 diese Gestalt geschafft. Ja. Okay. Und dann lauft ihr auf das Monster zu diesen Löchern. Das Monster ist gerade da durchgebrochen. Ihr bräuchtet beide eine Konstitutionsprobe, weil ihr einen weiteren Weg habt.
um da durchzukommen. 28 geschafft. 91. Ach. Ich zerre Saltweather mit Saltweather. Kommen Sie, wir müssen in Deckung gehen. Hast du einen schwierigen Erfolg oder einen regulären? Regulär. Okay, gut. Du schaffst es. Du bist bei diesen Ausnehmungen und du kannst hineinklettern. Ja. Du kannst da hineinklettern, wo seit Jahrtausenden ein mumifizierter Schakal lag. Ich quetsch mich da ran. Quetsch dich rein. Mach bitte eine Probe auf verborgen bleiben. Verborgen bleiben? Eine 2. Geil, extremer Erfolg. Saltwetter, du kommst. Du schaffst es nicht, rechtzeitig da reinzukommen. Das Monster hat sich aufgerichtet. Es sieht dich. Ich möchte gar nicht in das Loch. Und kommt auf dich zu. Ich möchte meine Steine platzieren. Oh, die Steine. Die Steine. Das ist breiter als ein Meter, oder? Ja. Das heißt, ich nehme 3 und 2 so in einer Spitz. So, dass halt der gesamte vordere Wand abgedichtet ist. Die Konstitutionsprobe hast du nicht geschafft. Das bedeutet, es handelt, wer die höhere Geschicklichkeit hast, handelt zuerst. Was hast du für eine Geschicklichkeit? 60. Du handelst zuerst. Das wäre jetzt ein Wunder gewesen, dass eine 4000 Jahre alte Mumie mehr Geschicklichkeit hat als ich. Der hat Orgenbizeps einmal gehört. Und rechtzeitig reinzukommen in diese Kuh. Und deswegen schlitterst du dich davor ein und platzierst diese ägyptischen Steine, die Steine des Anubis, die du in Kairo gekauft hast. Schutz des Anubis, bitte beschütze mich. Du platzierst 3 Steine vor dir. 3 Steine und die anderen beiden in so einem so schräg hinter mir, weil es geht sich ja nicht ganz aus, dass sie halt nach der Beschreibung nur 1 Meter weg sind von den anderen Steinen. Du machst das? Mach bitte eine Probe auf Okkultismus. Oh, bitte. Geschafft. Schwieriger Erfolg. Okay. Du schaffst es, dich genau daran zu erinnern, was der zwielichtige Händler in diesem alten, altägyptischen Laden gesagt hat. Platzierst die Steine, rezitierst die Formel, die er dir mitgegeben hat und spürst richtig, wie etwas aus dir herausgesogen wird. Du verlierst augenblicklich 10 Magiepunkte. Im nächsten Moment ist diese hyänenköpfige Mumie bei dir, vor dir und läuft in dich hinein. So den Kopf zurück. Gerade zum Biss bereit. Ich wusste es. Und dann prallt sie zurück. Vor dir flimmert etwas auf in der Luft und das Ungeheuer prallt zurück. Zurück zwischen diese 4 Kujen, wo Dr. Florence liegt, verborgen. Und du siehst es genau vor dir stehen. Ich bin auf der falschen genau Seite. Genau vor dir stehen. Nein. Ich wusste es. Das heißt im Endeffekt, ich bin hier. Ja, genau. Da sind irgendwo die blöden Steine und das Monster ist hier. Na, und Scheiße. Es hat einen Wert auf Schnüffeln. Nein. Saltwetter, was haben Sie getan? Ich habe nur die Konstitutionsprobe nicht geschafft. Also. 85, blöderweise. Ich bin ganz still, ich sehe das vor mir. Ich möchte nicht sterben. Du hörst es schnüffeln. Du fühlst, wie Staub vor der Kuh herabrieselt, als es mit ihren Händen über die Fresken fährt. Du kannst es richtig riechen, die Bandagen. Wenn du die Hand ausstrecken würdest, könntest du es berühren. Bin ganz still. Dr. O'Malley? Was tust du? Oh Gott. Warte mal, ich stehe jetzt immer noch da, gell? Du bist beim Stein, du siehst, Dr. Florence ist in eine der Kuhlen rein und Lord Saltwetter hat mit seinem Stein das Ungeheuer abgehalten. Du hast das Dynamit in der Hand und die Fackel. Wie weit bin ich vom Eingang weg? Dann du stehst ungefähr da und ich bin ungefähr da. 4 Meter? Ja. 4 Meter? Das ist zu nah für Dynamit, ne? Das Ungeheuer nimmt nochmal Anlauf und läuft gegen die Barriere. Mach bitte eine MA-Probe. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Vielleicht. 79, nicht geschafft. Dieses Mal rammt es in die Barriere. Es flammt nochmal auf. Aber diesmal kommt es mit einer Hand durch. Oh Gott. Mach bitte eine Probe auf Ausweichen. Denn es will ich packen. Oh nein.
34, ganz knapp nicht geschafft, verdammt. Ganz knapp nicht geschafft. Ich habe eine 63. Es packt dich. Oh nein, oh Gott. Oh Gott, ich hätte einfach das Dynamit zünden sollen, scheiß drauf. Es packt dich. Habe ich noch das Kopisch? Du hast es nie genommen? Ich hab's immer mitgenommen. Okay. Eigentlich. Mit der Hand dran. Ja, sag mal, ich hab's irgendwo hinten in meinem Gürtel irgendwo. Es zieht dich raus und du fühlst richtig, wie du außerhalb der Steine gezogen wirst. Mach bitte einen Glückswurf. 15 geschafft. Okay, du kommst nicht an einen der Steine. Die Steine bleiben immer noch platziert. Das ist gut. Dich raus. Das ist gut. Und beißt zu. Oh nein! Du, mein Freund, nimmst 5 Punkte Schaden. Fünf Punkte, ich habe eine schwere Wunde. Als dich dieser Hühnenkopf in die Schulter beißt, aufhebt und wieder zurückschleudert, richtig an die Wand. Uff. Hältst du die Fackel in der Hand, oder? Die habe ich eigentlich zu Boden gelegt, damit ich die Steine platzieren kann. Ja, okay. Und das heißt, wenn ich da rauskrabbel, dann sieht mich das Viech auf jeden Fall. Ja, dann bleibe ich drinnen. Dr. O'Malley, wieder eine Chance. Was willst du tun? Ich habe doch jetzt gewürfelt, dass ich urgut weiß, wo ich das Dynamit reinstecken muss. Das bedeutet doch einfach, ich werde es doch so logisch gut platzieren, dass wenn ich es jetzt sprenge, ich mich nicht wegsprenge, was oder? Was willst du tun? Das soll ich nicht, ihr seid sehr erfahren. Wie du willst, das ist deine Entscheidung. Ich renne zum Salt Weather und ich bin ja noch safe in diesem Ding. Und ich gehe hin und versuche schnell mal zu helfen. So ganz sporadisch, also einfach so spartanisch. Kannst hinter ihm sein, kannst ihn auf die Beine ziehen. Ja. Saltwetter, du liegst wieder auf deiner Seite der Barriere. Du hast den Glückswurf geschafft. Das bedeutet, du hast die Steine nicht verrückt. Und das Ungeheuer läuft erneut gegen die Barriere. Ich heb die Fackel auf. Genau, ich wollte gerade sagen, die Fackel bitte. Mach bitte eine MA-Probe. 50 geschafft. Im Abruf geschafft, 50? Yes. Okay. Dieses Mal rennt es wieder gegen die Barriere. Kann ich genau in dem Moment mit der Fackel zuschlagen? Zustoßen, ja. Es kommt nicht durch. Aber du kannst ja raus damit. Könnte ich ja... Ja, das wäre ein Manöver. Mach bitte eine Probe Handgemenge. Lösen wir das vergleichend. Ja. 62. Nicht geschafft. Nö. Okay. Du möchtest es, nimmst die Fackel von Dr. O'Malley entgegen, aber es ist ein bisschen zu spät und das Ungeheuer ist wieder zurückgewichen und nimmt erneut Anlauf, also mit der Fackel danach stichst. Ich habe auch die Fackel noch, stimmt. Gut, der Schlag von Saltwater geht daneben, aber ich versuche quasi dann so nachzusetzen. Mach auch du bitte eine Probe auf Handgemenge. Ja, ich verkacke. Auch du schaffst es nicht. Florence, Dr. Florence, du liegst in den Kojen und du siehst das. Also das Monster ist wieder ein bisschen bei dir vorbei, nach hinten. Aber du bist immer noch auf der falschen Seite dieser Barriere. Okay, ich habe bei mir meine Öllampe und ein Buch. Das ist mein heißgeliebtes Buch, was signiert ist von meiner alten Lehrerin. Ich nehme das Buch und zünde es zitternd an der Öllampe an und schmeiße das Buch auf das Viech und hoffe, dass es mich nicht bemerkt. Okay. Naja. Es ist sehr eingetrocknet, es sollte brennen. Aber ja, du wirfst es, damit du dann rausrennen kannst, oder wie? Oder du wirfst es. Ich möchte das Vieh so treffen, dass es brennt. Dass es brennt. Ich versuche erstmal das Ding anzuzünden. Du hast nicht viel Platz. Also du hast die Lampe so, du musst die Lampe ja irgendwie zerstören. Nein, du kommst ja nicht an die Flamme. Naja, wenn ich da so eine Seite rausreiße und die so in die Lampe reinschiebe, dann fängt ja die Seite an zu brennen und dann kann ich sie rausziehen und dann sollte schon gehen. Und ich habe auch noch Streichhölzer. Streichhölzer habe ich auch noch. Okay, lassen wir es zu. Aber mach bitte eine Probe auf Werfen. Ja, es war mir klar, dass jetzt hier dieses dumme Werfen kommt. Ne? Immer werfen. Dachte mir noch so am Anfang, steigern wir es. Es wird kommen. 17 geschafft, Okay, dann seht ihr beide, O'Malley und Saltwetter, dass plötzlich ein brennendes Buch aus einer der Nischen herausfliegt und das Monster trifft. Brenn, brenn, brenn.
Und es beginnt zu brennen. Yes! Den Moment, wo ich sehe, dass es anfängt zu fackeln, nutze ich, um aus dieser Nische rauszukrabbeln und so mich dran vorbei zu huschen an dem Monster, dass ich bei den anderen beiden bin, hinter der Barriere. Auf der richtigen Seite. Okay. Weil, auf der richtigen Seite. Brennt, aber es zeigt absolut keine Schmerzen dadurch. Was? Deswegen sieht es dich. Nein. Oh nein. Oh nein. 37. Du bräuchtest eine Probe auf Ausweichen oder du kannst halt einen Gegenschlag machen. Sicher nicht. 78. 78. Oh, es zuckt nach vor und beißt dich mit 5 Punkten Schaden. What? Ich hab eine schwere Wunde und noch einen Punkt. Dann stolperst du nach vor, hinter diese Barriere, die Saltwetter geschaffen hat. Und das Vieh brennt etwas mehr. Nein! Was ist das? Ich möchte nur, dass sie wissen, dass ich sie beide für das hier verantwortlich mache. Wir haben noch gar nichts getan. Habe ich jetzt das Kopisch oder sagen wir, dass ich's... Du kannst es haben, wenn du möchtest. Okay, dann, weil ich ja weiß, dass... Es brennt schon. Es brennt. Es brennt. Also verteidige ich mich wie ein Kopisch. Also wenn es wieder auf die Barriere zukommt, okay, versuche ich es wieder zu schlagen. Dann steht ihr da. Saltwood als Erster mit dem bronzenen Kopisch. Hinter ihm O'Malley. Und hinter ihm Florence, halbtot an die Wand gelehnt. Blut läuft vom Nacken runter, von dem starken Biss. Auch Saltwetter hat eine schwere Wunde und das Ungetüm läuft wieder gegen die Barriere. Mach bitte eine MA-Probe, Saltwetter. 4. Extrem. Aber wieder flackert etwas kurz auf und das Ungetüm knallt gegen die Barriere. Komm nicht durch. Genau in diesem Moment versuche ich es wieder abzupassen. Mit dem Kopisch? Mit dem Kopisch. Mach bitte eine Probe auf Handgemenge. Ich habe halt überhaupt Schlitz nichts. Auf. Ich sprügel nur dumm ein. 48, nein. Shit. Okay, du bist wieder nicht rechtzeitig. Jetzt zuck zurück. Die Hände. Schnell. Schneller, als es sein sollte. Und es brennt wieder ein bisschen mehr. Also die alten Bandagen fangen rapide Feuer. Wir müssen hier nur irgendwie aushalten. O'Malley? Ich habe hier noch meine Fackel, oder? Ja. Ja, ich werde auch noch mal... Seht, es fängt an zu brennen. Wir müssen schauen, dass es noch mehr anfängt zu brennen. Haben Sie irgendeinen Alkohol dabei, den Sie nach dem Viech werfen können? Irgendein Schnaps, Whisky? Macht das Sinn, wenn ich noch mal mit der Fackel dagegen haue? Es ist schon im Moment brennt? Außerhalb der Barriere. Also du müsstest wieder den Moment abpassen, wenn es angreift. Wenn es wieder da ist. Oder du kannst hingehen. Also du kannst die Barriere jederzeit... Ja, fix mache ich das, ja. Nein, ich bleibe lieber... Statt mich jetzt um das Monster zu kümmern, reiße ich was von meinem Shirt ab und versuche so die Wunden ein bisschen abzu... Versuchst, Florence zu helfen. Das dauert eine Weile. Währenddessen nimmt das Monster nochmal Anlauf und wirft sich gegen die Barriere. Eine MA-Probe, bitte. 1. Wow. Alter, ey. Das sind wirklich Würfe heute. Das ist unglaublich. Wieder, zack, knallt es gegen die Barriere. Du kannst es wieder abpassen, wenn du möchtest. Und Kampf 25, 40, nein. Nicht geschafft. Ich bin der Fischstäbchenkapitän. Komplett useless. Es brennt nach wie vor, du verarzt es. Ja. Das dauert, wie gesagt, eine Weile. Und wieder wirft es sich gegen die Barriere. Eine MA-Probe. Bitte. 12. Geschafft. Willst du es wieder abpassen? Spieß nochmal auf. Ich probier's. Ich versuch's. Ja, bitte. Versuch's. Aber 23. Ja! Gott sei Dank. Yes. Wenigstens etwas. Ja, du kannst Schaden verursachen. 1W6 plus 1. Okay. 1W6 plus 1. 3. 3. Was, muss das aber bald tot sein, wenn das schon brennt, Mann? Aber es brennt noch immer weiter. Es also brennt das, immer noch. Das löscht. Und wieder wirft es sich gegen die Barriere. Mach bitte eine MA-Probe. 91. Oh, no. Diesmal ist es durch. Die Barriere flammt ganz kurz auf. Dann ist es durch. Vor dir und greift dich an. Pack dich, will nach dir beißen. Mach bitte eine Probe auf Ausweichen. Ausweichen. 9. Ja. 9. Schwieriger. Okay. Du springst zur Seite, drückst dich zur Seite, es torkelt an dir vorbei und steht jetzt direkt vor O'Malley. Du kannst eine Probe auf Erste Hilfe machen, wenn du Florence versorgen möchtest. Dr. Florence. 40 genau.
Ja, okay. Du schaffst es, du reißt dir, wie man es macht, Streifen aus deiner Kleidung, verbindest sie notdürftig einfach nur, damit die Blutung aufhört, dann hörst du einen Knall hinter dir, einen Schrei von Saltwater, drehst dich um und siehst in diese glühenden roten Augen des Wesens hinter dir. Sabba läuft aus den Hyänenfängen und es knurrt. Und dann hörst du wieder dieses verzerrte Hyänenlachen. Dr. Florence, du bekommst einen Lebenspunkt zurück. Yay. Ach, nur einen, ich habe mich so bemüht. Ist die schwere Wunde weg eigentlich? Nein. Nein. Ist nicht weg. Ihr beide habt damit schon gehandelt. Es steht jetzt hinter dir, es hatte auch seinen Zug, das wird also Saltwater wieder der nächste. Okay. Ich versuche es wieder mit dem Kopisch zu attackieren. Von es hinten. Brennt noch immer. Es brennt immer noch. Und von hinten? Ja. Ja, ich kriege ja keinen Sneak Damage geschafft. 18. 4. 4 Punkte Schaden? Ja. Okay. Kill it. Du drehst dich um. Siehst das, O'Malley? Es hat sich vor dir aufgebaut, mustert dich, macht sich zum Sprung bereit. Und dann ist hinter ihm Saltwater, stößt sich von der Wand ab mit dem Bronzekopisch und schneidet es in der Mitte durch. Was? Wow. Nice. Wie? Mister! Trockene Knochen, ledrige Haut fallen zu Boden und gehen immer mehr und mehr in Flammen auf. Mittlerweile brannte es schon komplett. Das Fleisch war komplett well done. Deswegen ging es so leicht. Was war wie das für ein Viech? Geschafft? Danke, Edmund, danke. Ist das... Das war eine untote Mumie? Ja, vermutlich. Oh Gott! Ich möchte hier raus. Ja, ich ebenfalls. O'Malley, zünden Sie an und dann laufen Sie zu dem... Und dann ist jetzt die Gipswand komplett durch. Ja. Dann sollten wir zurück ums Eck in den anderen Raum. Wir sollten nicht von der Druckwelle erwischt werden. Oder möchten Sie neben dem Dynamit stehen, Lord Saltwater? Geht sich das aus? Ich dachte, der Gang ist ziemlich... Der Gang ist ziemlich lang und müsste sehr schnell laufen. Ich wäre sehr dafür, dass wir einfach in diese Kanupen, also in diese Spalten. Nun ja, es muss ja nur eine Person rennen. Ja, eine Person rennen. Ja, das will ich. Okay, ich schleppe mich den Gang hinunter in den anderen Raum und gehe ums Eck. Du kletterst in eine der Kanupen? Ja, in eine der hinteren. Okay. Okay. O'Malley, was tust du? Ich werde... Moment! Ich auch in so einer... Wenn ich das Rennen schaffe. Ich stecke meinen Kopf wieder ums Eck rum. Hier liegt ja ganz schön viel Zeug rum. Vielleicht könnten wir auch eine längere Lunte basteln. Stimmt, ich habe Streichhölzer. Ich habe auch Streichhölzer dabei. Ich bin da einfach ein Streichholz. Ich reiß einfach ein Ding ab. Ich hab Kerzen dabei. Kann man aus den Kerzen doch irgendwie das noch... Ja, aber komm, da liegt so viel Zeug rum. Da werden wir mal eine Probe auf. Nehmen wir mechanische Reparaturen. Mechanische Reparaturen? Ja, ob du Zeug findest, was wir zu einer Lunte basteln können. Okay. Dann können wir uns nämlich alle hier schön ums Eck hocken. 10. Okay. Ich könnte noch Dingens Glück noch opfern. Für Extremerfolg. Schwierig reicht. Okay. Also du könntest dir denken, dass wenn du... was von den eingetrockneten Bandagen der beiden mumifizierten Wächter nimmst, das mit die Lampe zerstörst und das Petroleum raufgießt, dann könntest du das ziemlich gut an der Lunte befestigen, reinlegen und... Wenn ich die Bandagen benutze und das Öl aus ihrer Lampe, dann könnte ich eine sehr lange Lunte basteln. Ja, wir haben Kleidung. Basteln. Ja, ich denke, das Bandage ist besser, als zu versuchen, rechtzeitig in Sicherheit zu rennen. Okay. Dann bräuchtet ihr nicht rennen und könnt euch weiter rein in das Grabmal verschanzen. Ja. Das machen wir. Dann habt ihr es etwa in Höhe von diesen Ausnehmungen, wo die Schakale drin waren, könnt ihr es anzünden und dann weiter rein in den Schatzraum. Okay, ja. Gut, tun wir das. Dann macht ihr das, steht da drin, hört die Flammen und dann das Zischen der Lunte. Ich nehme meine Steine noch mit. Sicher. Du hattest eine 2 beim Dynamit platzieren, glaube ich, ne? Das war extrem. Zischen der Lunte. Und dann eine gewaltige Explosion.
Ihr fühlt richtig, wie das komplette Grabmal erschüttert wird, wie Steine aus dem Gang, von der Oberseite des Ganges runterrieseln. Ihr seht auch, wie diese vier Hohlräume komplett zusammenbrechen. Oh Gott sei Dank. Gut, dass wir hier hinten sind. Und als sich der Staub gelegt hat, ist der Gang raus tatsächlich halb zusammengebrochen, halb eingestürzt. Scheiße. Ihr könnt über die Trümmer klettern. Oh. Teilweise kriechen, klettern und seht dann die Sonne im Eingang. Die Grabplatte wurde weit genug weggesprengt, dass ihr die 13 Stufen rauskriechen könnt. Ich war noch nie so froh. Wo euch brütend heiße Wüstensonne begrüßt. Oh, ich war noch nie so froh, die ägyptische Sonne wiederzusehen. Ja. Ihr seht euer Lager komplett zerstört. Die Kamele weg, die Zelte weg, der Flaschenzug zerstört. Und es liegen einige Leichen der angeheuerten Träger und Gräber im Lager. Nicht alle, aber einige. Und überall sind Spuren von Pferden. Diese Kinder der Sphinx dürften zurückgekehrt sein. Ist hier denn jemand? Hallo? Abuka, Hemit? Als du durchgehst, stolperst du über ein ausgebleichtes Leinentuch, das im Sand liegt. Ich werde es freimachen. Schau es mir an. Was sehe ich da? Es ist offenbar das Tuch, das der Mann geschwenkt hat. Ganz beim ersten Angriff siehst du Saltwater. Und du, O'Malley, siehst, es ist ein Bildnis von Nitocris, der Ghoul-Königin. Wie sie sitzt auf einem Thron, erhaben, bleich, tot in meiner zerfressenen Gesichtshälfte. Vor ihr knien Gestalten, keine Mumien. Normale Gestalten, Menschen mit Tierköpfen. Sehen Sie sich das an. Das hat der Hemit geschwungen, um die Kinder der Sphinx loszuwerden. Ein Bildnis der Pharaonin. Das heißt, sie dürfte... Sehe ich, dass irgendwelche toten Reiter auch liegen? Ja. Ein einziger toter Reiter liegt da, ja. Sehen Sie diesen Reiter dort? Schauen Sie sich den mal genauer an. Ich möchte das sehen. Ist bis auf machen die Augenpartie Sie, komplett genau, vermummt. Genau, machen Sie sein Gesicht frei. Okay, okay. Entwickle. Stehe daneben. Ihr seht, daneben. Raue, brüchige Haut, verkrustet. Die Nase ist deutlich breiter. Der Mund ist voller Fangzähne. Und die Ohren sind so ein bisschen spitz nach oben zulaufend, wie bei einem Schakal. Also ist nicht ein kompletter Tierkopf, aber irgendwas dazwischen. Mach bitte nochmal eine Stabilitätsprobe. 95, nee, jetzt vorbei. 13. 50 geschafft. Okay. Das wären 1W4 Punkte Stabilität. Reicht leider nicht aus für einen Anfall von Wahnsinn im Spielverlauf. Gott, das da unten, das war nicht das einzige Monster? Anscheinend nicht. Es gibt ja noch mehr da draußen. Die Anhänger der Königin? Mein Gott. Die Sphinx. Auch halb Mensch, halb Tier. Mhm. Was haben wir hier gefunden? Eine Sensation. Etwas, was uns berühmt machen wird. Grace? Ja? Sie haben recht. Wir sollten mit Verstärkung nochmal darunter. Auf jeden Fall. Was wir da unten... Und diesmal nehmen wir am besten ein paar Söldner mit. Ja? Mit Waffen. Und wir nehmen alles mit, was man da unten finden kann. Saltwater, Sie werden eingehen in die Geschichtsbücher. Als Finanzier dieser Reise. Und wir zwei werden in die Geschichtsbücher eingehen. Ihr steht jetzt da, es gibt keine Tiere mehr, keine Vorräte, keine lebenden Menschen. Die Frage ist nur, wie bringen wir das alles zurück nach Kairo? Wie kommen wir hier weg? Oder wie kommen wir erstmal zurück nach Kairo und können dafür sorgen, dass hier niemand sonst... Eure Führer sind alle tot. Ihr bräuchtet eine Probe auf Orientieren, um von hier zurück zum Nil, zu der Ausstiegsstelle zu finden, wo ihr mit eurem
Raddampfer angelegt habt und dann rein Richtung Tal der Könige seid. Orientierung 50. Wir packen natürlich alles Brauchbare ein. Ja. Weiße Gewänder, ja. Nochmal Wasser. Gucken, ob noch Wasserschläuche. Ihr könnt nicht so viel tragen, denn ihr habt keine Lasttiere, aber ja, ihr könnt einpacken im Grunde, was 14. ihr wollt. Ich habe 65, aber ich kann da jetzt Glück ausgeben, oder? Ja. Okay. Du kannst Glück ausgeben. Ja, ich gebe 15 Glück aus, dann habe ich normalen Erfolg. Okay. Dann brauche ich meine 4 Glück nicht ausgeben für einen normalen Erfolg. Dann schafft ihr es, zerschunden, verwundet, zurück in die Zivilisation. Und das wäre das Ende unseres Abenteuers. Ja! Vielen Dank. Wir kommen wieder in die Grabkammer. Auf jeden Fall. Magst du uns noch erzählen, was wir finden, wenn wir wieder hinkommen? Also, all das, was ihr jetzt zurückgelassen habt. Die Implikation bei dem Ganzen war, dass hier war nicht das Grab der Nitokris, sondern das Grab eines ihrer Anhänger. Mhm. Und das lässt die Frage, wie viele solche Grabstätten es über ganz Ägypten verstreut gibt. Mhm. Ihr habt einen Raum nicht durchsucht und ihr habt euch den Altar und die Hieroglyphen, das habt ihr nicht ein bisschen verpasst, weil ihr halt zuerst in die Grabkammer seid. Ja, aber wir kommen ja wieder. Ja. Da wäre sicher ein Zauber gestanden, damit wir den wegzaubern können oder sowas. Hättest sicher du lesen können. Die Inschrift lautete: Die Prüfung ist bestanden. Auf ewig sollen sie an dieser Erde gebunden sein durch ihr gläubiges, schlagendes Herz und mit körperlicher Stärke die Rückkehr ihrer Meisterin erwarten. Zu Hunderten unter dem Sand. Das war die Implikation dann, dass es hier sehr, sehr viel mehr solcher Grabmäler gibt. Im letzten Raum, das war nochmal so ein kleiner Schatzraum, und ihr hättet die Möglichkeit gehabt, immer zu versuchen, irgendwie dieses Monster zu umgehen. Also wenn ihr euch in dem Raum, wo so viele Schätze waren, versteckt hättet, hättet ihr sogar einen Bonuswürfel bekommen, dann wäre es weiter und hätte euch gesucht. Überall. Wäre trotzdem durch die Gipswand gebrochen, hätte euch gesucht und ihr hättet dann, wenn es nicht in eurem Raum war, hättet ihr mit verborgen bleiben, unentdeckt in andere Räume schleichen können. Ah. Um so noch Dinge zu untersuchen. Im Schatzraum, mit einer Probe Forchen, hättet ihr dort das Geräusch eines schlagenden Herzens gehört. Ah, okay. Und das hätte man dann einfach killen müssen und dann wäre das Monster einfach ins Herz rein. Ja. Das wäre eine der Möglichkeiten. Wir hätten also einfach aufmachen müssen und reinstechen wie bei so einem Vampir. Ja. Dort gab es 4 Kanopen. Ja, da hinten. Ja, kacke. Eine davon mit dem Kopf eines Falken, eine mit dem eines Krokodils, ein Ibis, eine Hyäne und ein 5. mit einem umgekehrten Ankh. Da hättet ihr rausgefunden mit einer Probe für Archäologie, dass das überhaupt nicht zusammenpasst mit der ägyptischen Geschichte. Und in dem Gefäß mit dem umgekehrten Ankh, da war das Herz drin. Ah, okay. Im Gegensatz zu den anderen Organen war das noch nicht vertrocknet, sondern lebendig und schlug. Und das Wesen kann körperlich vernichtet werden. Also ihr habt es halt angezündet und regeltechnisch nimmt es halt da immer mehr Schaden und so weiter und so fort und hört nicht auf zu brennen. Also es hat Lebenspunkte. Es ist nur sehr mächtig. Wenn er zu dem Herz kommt, dann hättet ihr natürlich auch einfach das Herz durchbohren können und es so aufhalten. Geil, das wäre auch cool. Der Gang war instabil. Das hättet ihr mit Untersuchen herausfinden können. Also hättet ihr euch in diese Nischen versteckt, dann wäre die eingebrochen und hättet 2-6 Schaden genommen während dem Einschutz. Ja, auf jeden Fall tot. Daher war eure Idee dann doch noch sehr gut, die Lunte irgendwie zu verlängern. Ihr habt es sehr gut geschafft, das Dynamit zu platzieren. Gott sei Dank. Mit einer schlechteren Probe wäre da ein Gruppenglückswurf fällig gewesen, welcher Teil einfach einstürzt und ob es euch erwischt mit den 2-6 Punkten. Ach so, aber Schaden. Es geht ja nachdem, wer am wenigsten hat, gell? Mhm. Ach, ich hätte 30 noch gehabt. Habe ich noch 51 zu dem Zeitpunkt. Das war die Nekropole. Sehr schön. Ja, wirklich gut. Lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. War wieder ein sehr schönes Abenteuer. Es gibt ja
nicht so viele in Ägypten, zumindest finde ich immer nicht so viele, aber ich mag das sehr gerne, stimmungsvolle Abenteuer in Ägypten. Mal sehen, ob wir da wieder mal zu einem kommen. Lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Ihr kennt es, wenn euch gefällt, was wir hier machen, hilft uns Patreon immer sehr. Link findet ihr unter jedem Video, schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis bald.